Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung und auch des Comics, ich heiße euch herzlich willkommen hier bei unserer kleinen Reihe, die heißt Auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch schon mal Gast dieser Reihe war. Das Unterfangen dieser Reihe ist, über Zeitdiagnose nachzudenken, also in welcher Welt leben wir eigentlich, was ist eigentlich los, was passiert. Und wir haben diesen Jägerstand als Emblem ausgewählt, oder Hochsitz sagt man auch, weil es wahrscheinlich eher eine der schwierigeren Übungen ist, zu begreifen, was ist in der Gegenwart eigentlich, was passiert eigentlich gerade, wenn man etwas historischen Abstand hat und zurückblicken kann, was wir heute Abend auch machen, dann ist es vielleicht schon wieder leichter, aber was jetzt gerade passiert, ist die schwierigere Übung. Wir hatten vor einem Monat Hartmut Rosa zu Gast zum Thema Resonanz. Ich weiß nicht, ob da jemand da war. Da war der Saal brechend voll, weil Hartmut Rosa ein sehr ein Soziologe ist, der auf starkes Interesse, sehr starkes Interesse stößt. Wir freuen uns trotzdem sehr, sehr, dass ihr alle da seid. Das ist auch eine hohe Besucherzahl für diese Reihe und interpretieren es auch so, dass das Thema Comics und überhaupt vielleicht, nennen wir es mal nicht popkulturelles, sondern populärkulturelle Phänomene auch unter gesellschaftspolitischen Fragestellungen von Interesse sind. Vielleicht zwei, drei Sätze zur Idee. Wir haben schon lange vor, endlich mal was zum Genre Comic zu machen. Natürlich auch vielleicht, weiß ich gar nicht, inwieweit das bei Jens gleich eine Rolle spielt, auch zur filmischen Adaption von Comics, und dachten dann, dass dieses Schlagwort Superhelden eigentlich gar nicht schlecht ist. Es gibt natürlich viele andere Fragen, die uns interessieren und die Sie sicher auch interessieren. Warum? Weil wir irgendwie dachten, dass diese Figur des Superhelden politisch zeitdiagnostisch vielleicht besonders interessant ist. Woher kommt es eigentlich, dass der Superheld und auch die Superheldin so auf so ein starkes Interesse stößt und dass eigentlich man im Kino sowieso nur noch Geld verdienen kann mit Superheldenfilmen? Und wir kamen dann auf den Punkt, dass da vielleicht ein paar ganz interessante politische Fragen dahinter liegen. Diversifiziert sich eigentlich diese Figur des Superhelden irgendwie in der Gesellschaft jenseits des anglo-weißen Protestanten? Dann die Frage, gibt es eigentlich sowas wie so einen neuen Heroismus, also die Idee, dass uns irgendjemand erlösen könnte, politisch, gesellschaftlich oder gerade nicht? Von Herfried Münkler gibt es ja diesen Begriff des Postheroischen, also wie ist das eigentlich mit dem Superhelden? Und natürlich für uns als politische Bildungseinrichtung ist schon noch interessant, was kann man eigentlich mit Bilderzählung und dem Medium Bild machen? Vielleicht ist ja der Comic auch eins der letzten Refugien eines Kulturguts, das nicht so ohne weiteres bildungsbürgerlich vereinnahmt und okkupiert werden kann. Vielleicht ist es aber auch völliger Blödsinn und die These haut gar nicht hin. Also das sind jedenfalls alles Fragen, die uns interessieren. Und was uns wahnsinnig freut, ist, dass Jens Balzer bei uns ist. Jens Balzer muss ich hier wahrscheinlich nicht vorstellen, aber ich mache es mal trotzdem in drei, vier Sätzen. Jens Balzer war zumindest aus meiner Wahrnehmung ganz lange Zeit die kulturredaktionelle Stimme der Berliner Zeitung. Also wenn man irgendwas Interessantes zumindest aus einer Berliner Zeitung lesen wollte, insbesondere über Musikkritik, Popkritik, dann war man gut beraten, die Berliner Zeitung zu lesen. Jens Balzer hat aber auch immer wieder geschrieben zu Comics und hat auch jenseits seines Schaffens jetzt bei der Berliner Zeitung nicht nur ein starkes Interesse für Comics, sondern unterrichtet auch immer wieder zu Comics hier an der UdK, richtig? Und ist überhaupt der ideale Gesprächspartner für unseren Abend. Jens Balzer, so viel Werbung muss sein, aber das wissen Sie auch, hat gerade
mit einem Untertitel, den wir auch für unsere Reihe hätten nehmen können, ein Buch geschrieben, Pop, ein Panorama der Gegenwart. Ich empfehle das sehr. Da geht es allerdings so gut wie gar nicht um Comics, sondern im Wesentlichen um Musik. Aber die Empfehlung wollte ich unbedingt noch loswerden. Unsere Reihe zur Zeitdiagnose funktioniert so, dass Jens Balzer jetzt so eine halbe, dreiviertel Stunde zu uns sprechen wird. Und ich bin mir sicher, dass das ein sehr interessanter und lebendiger Vortrag wird und dass wir danach die Möglichkeit haben, mit Jens Balzer zu sprechen. Ich gehe davon aus, dass im Publikum Expertinnen und Experten sitzen, die mein gefährliches Halbwissen gut ergänzen können und dass wir dann einen lustigen Abend zusammen verbringen. Wir würden so spätestens um 8:45 Schluss machen, damit dann alle unten noch ein Getränk bekommen. Und vielleicht gibt es sogar eine Brezel, das weiß ich jetzt nicht genau. Also schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Jens Balzer. Ich wünsche uns einen schönen Abend. Ja, schönen Dank. Danke, Peter, für die nette Einführung. Ich mache natürlich alles ganz anders als das, was du gerade erzählt hast. Das gehört sicher so als Referent. Also ich erzähle auch was über die Gegenwart der Comics, aber ich werde die Gegenwart mal so weit wie möglich fassen. Meine Gegenwart der Comics fängt an im Jahr 1900. Und ich glaube, man kann da aber durchaus einiges wenn man sich so einmal durch die Geschichte der Superhelden durchbewegt, einiges an politischen Implikationen sehen. Was ich gerne tun wollen würde in der nächsten, sagen wir mal so dreiviertel Stunde maximal, wenn es zu lang wird, gebt mir Zeichen, wenn ich zu geschwätzig werde. Ich würde Ihnen gerne eine kleine Tour durch die Geschichte der Superhelden anbieten, wie gesagt, von der Jahrhundertwende bis in die Gegenwart. Das ist notwendigerweise sehr kursorisch. Also wer sich mit Superhelden auskennt, erfährt ja garantiert nichts Neues, außer einigen vielleicht irgendwie so Gedanken darüber, wie das eine mit dem anderen zusammenhängen könnte und wie sich vielleicht irgendwie politische Gegebenheiten, Umbrüche der letzten Jahrzehnte, des letzten Jahrhunderts in der Superheldengeschichte widerspiegeln. Ich fange mal an. Und über Filme sage ich auch nichts übrigens, aber das irgendwie, das können wir dann ja in der gemeinschaftlichen Diskussion dann hinterher nochmal irgendwie abbilden oder nur am Rande. Da das ja offenbar, wenn ich es richtig verstanden habe, der erste Beitrag über Comics in dieser Reihe ist, dachte ich, erzähle ich nochmal so ein bisschen was über die Vorgeschichte der Superhelden und über die gewissermaßen über die Genese der Comics, damit Sie sehen, wo das herkommt und wie sich dann auch mit den ersten Auftritten der Superhelden in den 30er Jahren da doch irgendwie was Wesentliches verändert. Also, wovon reden wir, wenn wir von Comics reden? Viele denken natürlich erstmal an Max und Moritz von Wilhelm Busch als deutscher Vorläufer. Viele Comic-Geschichten beginnen irgendwie mit dem Wandteppich von Bayeux im mittelalterlichen Bilderzählformen. Manche gehen zurück bis zu den Hieroglyphen, weil das ja auch Schriftbildformen sind. Also man kann, wenn man will, den Comic nicht nur zum bürgerlichen Medium par excellence hochschreiben als Historiograf, sondern auch irgendwie zur ältesten Darstellungsform überhaupt der Kulturgeschichte. Wenn man eine moderne, wenn man sagt, der Comic hat was mit Moderne zu tun, auch mit modernen Massenmedien, das ist die Sicht, die ich bevorzugen würde, dann setzt man den Beginn etwa ungefähr hier an. Das ist irgendwie eine Seite aus der Serie Downhogan's Alley mit einer Figur namens Yellow Kid, die erschien in den 1890er Jahren in New Yorker Boulevardzeitungen, also in den ersten Zeitungen in den USA, die sich irgendwie an ein breites, vor allem migrantisch geprägtes Publikum richteten und die auch mit Farbe operieren konnten. Unter anderem darum war dieser Yellow Kid von so großer Bedeutung, weil es die erste Figur in diesen Karikaturen war in der Zeitung, bei der die mit einem gelben Nachthemd ausgestattet werden konnte, weil Drucktechnik historisch betrachtet war Gelb besonders schwer in Form zu kriegen. Tatsächlich gab es irgendwie erst Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts erste Zeitungen, die mit Gelb drucken konnten. Vorher verlief das immer so. Und die erste Figur, an der das ausprobiert wurde, war dieser Junge, das Yellow Kid. Das war gewissermaßen auch die erste stehende Figur in der Comic-Geschichte. Und wie Sie sehen, ist das hier aber noch irgendwie so ins Layout einer Zeitung eingefügt, also eher ein Beiwerk der Zeitung. Man sieht da aber auch schon so eine Vermischung von Schrift und Bild, nicht unähnlich
nämlich dem Zeitungslayout. Und das ist gewissermaßen der Startschuss dafür gewesen, dass jetzt irgendwie so eine große Publikumsbegeisterung für diese unterhaltenden Bilder, irgendwie Beigaben zu den damals Boulevardzeitungen ausbrach, die zu ganz viel, also eine Vielzahl von Zeichnern motiviert hat und von Verlegern motiviert hat, ähnliche Angebote in die Zeitung aufzunehmen. Und am Anfang waren es dann irgendwie zum Teil auch Imitate von Max und Moritz, von Willem Busch, oder aber solche Traumgeschichten, Little Nemo in Slumberland, die sich so sehr an der auch an der Grafik der Jahrhundertwende anlehnten und wie Sie sehen hier auch schon so gewissermaßen so filmische Erzählweisen erproben, bevor wir sind hier in der Mitte des ersten Jahrzehnts, also 1905, der Film überhaupt zu einer nennenswerten Verbreitung gelangte, hatte man hier so eine Art von rhythmisiertem Bildererzählen. Die Story ist, dass ein Junge, der kleine Nemo, abends immer einschläft, aber natürlich viel zu spät, wie das bei kleinen Kindern so ist, und auch mal immer meistens irgendwas Unrechtes gegessen hat und deswegen schwer träumt. Und deswegen sehen Sie hier, wie dieses Bett mit ihm durch das nächtliche New York irgendwie läuft, und erst ganz am Ende, als er dann aufwacht, fällt er aus dem Bett irgendwie heraus und befindet sich dann irgendwie, das ist am Ende jeder Folge so, wieder irgendwie in seinem Bett und ruft seine Mutter heran, dass sie ihn jetzt mal irgendwie eine warme Milch macht, damit es ihm besser geht. Das ist gewissermaßen die erste Tierserie, oder eine der ersten Tierserien, die sich dann in den 10er-Jahren an diese Lausbubengeschichten und Geschichten mit kleinen Kindern anschließt, Crazy Cat von George Harriman, auch in Zeitungen erschienen, sowohl in großformatigen, bunten Sonntagsbeilagen als auch einer der ersten Comics, der als sogenannter Comic-Strip erschien, ich glaube bei Crazy Cat am 1913, also auch in den Werktagsausgaben der Zeitung, diesen kleinen Streifenformen, die Sie auch noch kennen, vielleicht dann irgendwie so Fortsetzungsgeschichten erzählten, wobei es für die, und damit kommen wir auch schon zu den Superhelden oder dem, was die Superhelden vorbereitet oder was sie unterscheidet, in der Frühzeit der Comic-Geschichte so war, dass erstens, wie ich schon gesagt habe, alle Comics in Zeitungen erschienen, also es war ein reines Zeitungsmedium. Zweitens dadurch irgendwie an die Erscheinungsweise der Zeitung gebunden waren. Also es gab, wie gesagt, es gab großformatige Sonntagsseiten, die etwa so aussahen wie die Little Nemo-Geschichte eben, und es gab dann diese Strips, die aber am Anfang auch noch keine fortlaufenden Geschichten erzählten, sondern mehr oder weniger immer einen und denselben Gag variierten in unterschiedlichen Formen. Also manchmal entspann sich daraus so was wie eine übergreifende Handlung, oft aber auch nicht. Bei Crazy Cat war es so, hier sehen wir Crazy Cat und da sehen wir Ignitz Maus, der Crazy Cat gerade da diesen Ziegelstein an den Kopf wirft. Ist eine Konstellation von Figuren. Crazy Cat ist unsterblich verliebt in diese Maus. Und die Maus wehrt sich aber dagegen, weil sie die Katze eigentlich gar nicht leiden kann, indem sie der Maus immer diesen Ziegelstein an den Döns wirft. Und dadurch, wertet aber die Katze, weil sie auch offensichtlich masochistisch veranlagt ist, als Zeichen der Liebe, weswegen dieser Ziegelstein immer dieses kleine Herzchen aus dem Kopf der Katze herausschlägt. Diese masochistische Liebeskonstellation hat George Harriman, der Zeichner, über drei Jahrzehnte in den verschiedensten Formen variiert. Es gibt dann noch natürlich viele andere Nebenfiguren, zum Beispiel ein Wachtmeister Papp, ein Hund, der wiederum seinerseits in Crazy Cat verliebt ist und deswegen Ignitz Maus am Ende vieler Folgen immer ins Gefängnis sperrt, wo dann Crazy Cat davor sitzt und sich irgendwie und um den Geliebten klagt. Das ist eine masochistische Geschichte. Genauso sind alle oder fast alle anderen Helden, die Sie in den ersten drei Jahrzehnten der Comicgeschichte finden, eher, na sagen wir mal, masochistisch-passiver Natur. Also eine andere wichtige Figur, die damals die Comics beherrscht, ist das sogenannte Henpecked Husband. Das kennen Sie vielleicht auch noch aus dann irgendwie so den Screwball-Komödien der 30er und 40er Jahre aus Hollywood. Also das ist hier Bringing Up Father heißt die Geschichte, also der Ehemann, der unter der Fuchtel seiner Frau steht und dann immer versucht, nachts unbemerkt rauszukommen, mit seinen Kumpels einen trinken zu gehen. Dann steht aber die Alte immer schon wieder vor der Tür mit einem Nudelholz. Das sind typische Migrantengeschichten. Also das ist noch während der ersten großen Migrationswellen in den USA um die Jahrhundertwende, die sich dann in den 10er Jahren
langsam etablieren als Milieus. Und man merkt auch, je etablierter diese Milieus sind, desto elaborierter werden die Comics, an die sich richten. Aber der sich langsam gesellschaftlich arrivierende Mittelschichtsbürger spielt eine zentrale Rolle im Comic bis Ende der 20er Jahre. Also andere Heldenformen gibt es gewissermaßen gar nicht. Du hattest vorhin von Postheroismus geredet. Also der Comic beginnt gewissermaßen mit postheroischen Figuren. Also es gibt überhaupt keine Abenteuer-Heldenfiguren irgendeiner Art. Das ändert sich erst mit dieser Figur, Mickey Mouse, die, wie Sie vielleicht wissen, 1928 ihr Zeichentrickdebüt hat und dann 1930 von einem Zeichner namens Floyd Gottfriedson zu einem Daily Strip, zu einem Comic Strip umgearbeitet wird. Und Mickey Mouse beginnt gleich als Abenteuerheld. Hier sehen Sie, er will so groß werden wie The Great Aviator Lindbergh und baut dann auch irgendwie im Folgenden eine Propellermaschine, mit der er dann wie Lindbergh in die Luft segeln will. Und dann gibt es, das sieht man hier jetzt nicht, weil es ein bisschen unglücklich ist, deswegen überspringe ich es. Dann gibt es irgendwie, und dann gibt es irgendwie schlagartig ab 1929, auch interessanterweise fast zeitgleich mit dem großen Börsencrash, mit dem Black Friday und dann dem Beginn der großen Depression Anfang der 30er Jahre, erobern dann irgendwie die eskapistischen Abenteuerhelden, die Comics. Die kommen zum Teil aus der, oder zum größeren Teil aus der Science-Fiction-Literatur, auch die Science-Fiction im modernen Sinne, auch mit dem Begriff Science-Fiction, der 1926 von Hugo Gernsback in dem Magazin Amazing Stories geprägt wird, entwickelt dann solche Abenteuerfiguren wie hier zum Beispiel Flash Gordon, dann später auch irgendwie aus den ersten TV-Serials und Kino-Serials irgendwie als Figur bekannt, die, wie Sie sehen, auch in einem völlig anderen Zeichenstil aufregende Abenteuer auf fremden Planeten erleben. So, das führt dann am Ende dazu. Und da gibt es jetzt noch einmal einen entscheidenden Unterschied. Das ist natürlich, sehen Sie sofort, der erste Auftritt von Superman in der Reihe Action Comics, Juni 38. Und das ist ein Comic-Heft. Das ist völlig neu. Es hat tatsächlich irgendwie einige wenige Comic-Hefte gegeben, wie in der Frühzeit der Comics. Das waren aber sämtlich Sammlungen von Material, das in Zeitungen vorproduziert worden war. Also es gab dann zum Beispiel Little Nemo Comics in so kleinen, in so Konvolut-Ausgaben irgendwie. Und das überhaupt zum ersten Mal Comics nur für Hefte, für die Heftpublikation und Heftdistribution hergestellt wurden. Das ist eine tatsächlich relativ späte Entwicklung. Also das erste reine Comic-Heft, Famous Funnies hieß das, ist aus dem Jahr 1935. Und tatsächlich gab es dann eine Reihe von Versuchen, die eher wie dieses Action-Comics-Heft sich dann eher so an Detektivgeschichten oder Gruselgeschichten, Serien-Noir-Geschichten orientierten. Und in diesem Heft gelang es dann aber tatsächlich mit zwei jungen Zeichnern, Jerry Siegel und Joe Schuster, eine Figur, die sie schon seit langem in der Schublade hatten und jahrelang vergeblich versucht hatten, irgendwo runterzubringen, da dem Verleger dieses Action-Comics-Hefts aufzuschwatzen. Und das ist natürlich Superman. Das ist gewissermaßen der erste Abenteuerheld der Comics, der dann irgendwie relativ schnell auch irgendwie eine eigene Heftreihe erhält und der nicht mehr in Zeitungen erscheint. Also nach dem großen Erfolg von Superman gibt es dann auch irgendwie Zeitungscomics, aber das ist irgendwie erstmal eine genuine Heftfigur. Warum ist das wichtig? Weil die Helden der ersten Comics, dadurch, dass sie in Zeitungen erschienen, die idealerweise von der ganzen Familie und von sehr breiten Publikumsschichten gelesen werden sollten, sehr, na, sagen wir mal, undifferenziert waren. Also es gab keine phantasmatisch fokussierten Figuren, wie zum Beispiel diese hier. Und Superman ist natürlich insofern irgendwie eine ideale phantasmatisch fokussierte Figur, als es der genuine Ausdruck von na, sagen wir mal, Omnipotenzfantasien irgendwie zu kurz gekommener pubertärender Jungen ist. Also es richtete sich irgendwie an Teenager, bevor es dieses Wort überhaupt gab, aber es richtete sich irgendwie in erster Linie oder eigentlich fast ausschließlich an Männer, an Heranwachsende, an Kids. Und ist natürlich irgendwie der Ideal, also vor aller politischen Bewertung muss man sagen, das ist der ideale Spiegel irgendwie des, sagen wir mal, 13-jährigen Jungen, der nicht besonders irgendwie attraktiv ist irgendwie und keine Freundin abgerichtet, oder 15-jährigen Jungen, wie der, wann immer man damals damit anfing irgendwie und sich deswegen mit seinen Kumpels in Fantasiewelten flieht.
So, und diese, das steckt natürlich dann auch in dieser Idee, das gibt man, findet man auch zum ersten Mal bei Superman, der Secret Identity, also der Geheimidentität wieder. Also in Wahrheit ist, also wissen Sie ja, Superman ist in seinem Alltagsleben der Zeitungsreporter Clark Kent mit so einer dicken Brille irgendwie und sieht nicht besonders gut aus und himmelt seine Reporterkollegin Lois Lane an, die natürlich von Clark Kent überhaupt nichts wissen will, von dem hässlichen Typen irgendwie und dem unbeholfenen Typen und stattdessen natürlich unsterblichen Superman verliebt ist und immer versucht dahinter herzukommen, was jetzt eigentlich die wahre Identität von Superman ist. Schafft es natürlich nie oder erst sehr viel später. Genau, das trifft offensichtlich einen Nerv. Detail am Rande, das gibt ja so historische Konstellationen und man sagt so, offensichtlich gibt es dann zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht nur eine mediale Konstellation, sondern auch irgendwie ein gesellschaftliches Bedürfnis für eine Figur. Und das war offenbar Ende der 30er Jahre so, wenn man genau in die Geschichte der Comicstrips geht, dann sieht man, dass es so um 1902, 1903 rum sehr früh auch schon so ähnliche Figuren gab. Also eine Figur, die ist Hairbreadth Harry, also ein herkuleshaften Mann, der mit seinen Superkräften auch immer die Welt vor irgendwem beschützt. 1902 war völlig erfolglos, wollte damals keiner lesen, wurde nach ich glaube, 8 Wochen wieder eingestellt, findet man jetzt noch irgendwie in so Liebhaber-Expertenausgaben von frühesten Zeitungscomics, aber war offenbar eine Idee, die 1902 ihre Zeit noch nicht gefunden hatte, aber jetzt 1938 plötzlich ganz groß wurde, und zwar so groß, dass das ist sofort, also binnen weniger Monate, weil der Verkauf von diesen Superhelden-Comics, von diesen Action-Comics-Heften so enorm war, dann irgendwie Nachahmer auf den Plan rief, wie zum Beispiel diesen hier, das war die erste große weitere Figur. Das ist die erste Ausgabe von Detective Comics und das ist die erste Ausgabe in der Nummer 27 aus dem Mai 39, also etwa ein Jahr nach dem ersten Superman-Comic, wo The Batman seinen ersten Auftritt hat. Der zweite große Superheld natürlich aus dem sogenannten Golden Age, also man spricht von den 30ern bis Ende der 40er oder Anfang der 50er Jahre, je nach Auslegung vom goldenen Zeitalter der Superhelden. Erschaffen von Bill Finger und Bill Kane. Natürlich ähnlich wie Superman auch Secret Identity, ne? Also in Wirklichkeit ist das irgendwie ein Millionär oder Milliardär namens Bruce Wayne, der sich dann zum Zwecke der Verbrechensbekämpfung als Fledermaus irgendwie kostümiert. Der Unterschied zu Superman ist, dass Superman ist ja, wie Sie vielleicht auch wissen, ein Außerirdischer, der vom Planeten Krypton kommt und dieser Planet war dem Untergang geweiht, weswegen seine Eltern, kurz bevor sie wie alle anderen Kryptonianer sterben mussten, in so eine Raumkapsel versetzten und dann flog er damit auf die Erde und wurde dann irgendwie von einem Farmerspärchen adoptiert, das ihm aber doch sehr dringend ans Herz legte, seine Superkräfte irgendwie vom Rest der Welt zu verbergen, weil das macht nur Ärger. So kam es bei Superman zu dieser Geheimidentität. Bei Batman ist es so, dass er über keinerlei Superkräfte verfügt, sondern irgendwie darüber zum Verbrechensbekämpfer, zum kostümierten Verbrechensbekämpfer geworden ist, irgendwie, weil irgendwie als er jung war, irgendwie vor seinen Augen seine Eltern ermordet wurden und er schwor sich dann den Rest seines Lebens Rache am organisierten oder auch nicht organisierten Verbrechen zu nehmen und hat dann irgendwie trainiert und irgendwie wurde zu einem sehr kräftigen Mann und auch einem sehr intelligenten Mann mit ganz vielen Gadgets, also kennen Sie vielleicht das Batmobil und alles, was es da so in der Bathöhle gibt, aber es gibt keinerlei Superkräfte, die er da hätte. Also auch wenn er, Sie sehen da das Seil, an dem er sich da bewegt, also kann nicht einfach fliegen wie Superman, sondern muss sich immer an irgendwelchen Seilen durch die Gegend bewegen. Und ist dementsprechend anders als Superman auch noch in sehr viel stärkerer Weise traumatisiert. Also bis gewissermaßen bis in seine neuesten Inkarnationen hat ihn der Tod seiner Eltern zu einem traumatisierten Typen gemacht, der auch mit Verbrechern am Anfang wirklich sehr kurzen Prozess macht. Also die werden den ersten Heften 39, 40 werden die einfach reihenweise ermordet, wenn sie in die Quere kommen, bis ihn dann die Verleger gebeten haben, also die Zeichner gebeten haben, da mal ein bisschen vorsichtiger zu sein, als sich dann die Comics so großer Beliebtheit erfreuten, dass sie auch dann von den Eltern der minder bemittelten jungen Männer irgendwie gelesen wurden. Zu wahren Nationalhelden wurden sie dann aber auch relativ zügig, und zwar mit dieser Figur, Captain America. Kommt kurz nach Batman im November 1939, erfunden von einem Verleger, also erfunden von den Zeichnern Joe Simon und Jack Kirby, Texter Joe Simon, Zeichner Jack Kirby, erfunden von einem Verleger, der aus dem Pulp-Gewerbe kommt, Martin Goodman,
und vorher halt so Science-Fiction-Pulps verlegt hat und jetzt auch in dieses Geschäft mit einsteigt. Eben haben Sie schon gesehen, Detective Comics hier, das ist gewissermaßen das erste Heft von Martin Goodman, das man als Vorform der Marvel Comics, also der anderen großen Superhelden-Comic-Verlagsschiene irgendwie betrachten kann. Und die Aufgabe an die beiden Zeichner, Simon und Kirby, war erstmal einen Superhelden zu kreieren, der noch krasser war als Superman und Batman, der noch mehr kann. Und Ende 39, was könnte man sich mehr wünschen als einen Superhelden, der erstmal mit Adolf Hitler aufräumt. Und wie Sie sehen, ist er zu diesem Behufe auch irgendwie in so ein der amerikanischen Flagge nachempfundenes Kostüm irgendwie gekleidet und trägt so eine Art, an so Kreuzzugsritter erinnernden Schild. Während hier im Hintergrund gerade noch irgendwelche tumpen Nazis versuchen, irgendein Munitionslager zu sprengen, irgendwie macht er dann mit Hitler aber einfach kurzen Prozess. Auch ausgesprochen erfolgreiches Konzept. Es gab dann irgendwie umgehend irgendwie eine Reihe von Superhelden. Captain Victory, Captain Flag, Super American, Yankee Boy oder auch interessant, leider ist gerade kein Bild dabei, The Spirit of Old Glory, eine der ersten Frauenfiguren unter den Superhelden, also eine Superheldin, die so ähnlich aussah wie die Freiheitsstatue und immer so ein USA-Cape um sich trug und deren Superkräfte bestanden unter anderem darin, dass dieses Cape an zu zittern fing, sobald deutsche Invasoren auch nur in die Nähe der amerikanischen Küste kamen. Und dann wusste halt The Spirit of Old Glory, dass sie jetzt halt wieder in den Einsatz ziehen muss. Captain America übrigens auch nochmal anders als bei Superman und Batman durch ein schwächlicher, ausgemusterter, auch so ein anderes Trauma, ausgemusterter Jugendlicher, der gerne in den Krieg in die Nazis gezogen wäre, aber zu schwächlich ist. Und der schluckt dann irgendwie durch eine Verwirrung bei einem Experiment ein kräftestärkendes Serum, also gewissermaßen so ein militärisches Doping, das ihn dann in Captain America verwandelt und ab da geht es dann irgendwie rund. So, eine Figur noch aus dieser Frühzeit. Anfang der 40er Jahre die erfolgreichste Figur, obwohl sie als eine der wenigen gerade nicht in den Krieg gezogen ist. Captain Marvel, auch, ne, wie der Name schon sagt, irgendwie aus dieser Marvel-Comic-Reihe. Der wiederum, auch das war neu, bekam seine Superkräfte immer so temporär. Also konnte sie annehmen und wieder abgeben, weil er nämlich von einem, eigentlich heißt er Billy Batson, ist ein Waisenjunge und wurde von einem Zauberer mit einem Zauberspruch belegt. Und das gibt jetzt Billy Batson die Möglichkeit, wenn er das Wort Shazam ausspricht, irgendwie sich in diesen Captain Marvel zu verwandeln, gegen die Bösewichte zu kämpfen. Und wenn er nochmal Shazam sagt, dann verwandelt er sich in den weisen Jungen wieder zurück. Also alles wesentlich einfacher als bei Superman. Der muss ja immer erst in diese Telefonzelle, wie Sie wissen, um sich unbemerkt irgendwie verwandeln zu können und so. Und hier ist aber alles irgendwie, also auch das Umziehen wird ihm erspart. Irgendwie. Also sobald er nur diesen Zauberspruch irgendwie aufsagt, ist er halt irgendwie ein vollwertiger Superheld. So, und dann, einen habe ich doch noch aus dieser Zeit. Das ist auch irgendwie eine Figur namens Spirit, gezeichnet auch von einem jungen Zeichner namens Will Eisner, der sich von den anderen Superhelden dadurch unterscheidet, dass er ähnlich wie Batman auch keine Superkräfte hat. Also die Story bei ihm ist, er wurde als Detektiv auf Verbrecherjagd irgendwie von einem Verbrecher scheinbar erschossen, lebendig begraben, ist dann aus dem Grab wieder rausgekrabbelt, zieht es aber vor, irgendwie als verstorben weiterhin zu gelten, um dann aus einer unterirdischen Einsatzhöhle mit dem Verbrechen hinterher zu spüren und den Verbrechern das Handwerk zu legen. Das ist zum ersten Mal, dass ich dann irgendwie diese quasi Film-Noir-haften Geschichten, die man aus dem Kino kennt, aus dem Hollywood der 40er Jahre, also mit, ne, haben Sie alle vor Augen, Schwarz-Weiß-Schatten, irgendwie mysteriöse Frauen mit blondierten Haaren, irgendwie traurige Detektive, die irgendwie am Ende ihrer Karriere dem Sucht verfallen, etc. Dieses ganze Repertoire findet sich dabei bei Eisner wieder und er ist auch, das ist jetzt weniger politisch als ästhetisch interessant, einer der ersten, der so die, wie Sie hier sehen, die Form der Comicseite völlig aufbricht, also wo nicht mehr ausschließlich in Panels, also in Bilder, in Reihungen von Bildern oder Bild-Text-Kombinationen erzählt wird, sondern wo sich die Schrift so über das ganze Bild verteilt. Sie sehen, dass da oben, das ist so der Beginn einer Geschichte, wieder irgendwie so der Name der Figur, so als Etikett der Reihe so in dieses Haus eingearbeitet ist und wie man sich dann so das, was da passiert, erschließen muss, indem man die Schrift auf dem Haus liest und auch irgendwie diese kleinen Fetzen da in der Zeitung, also muss da irgendwie so, man, also jede Form der klassischen europäischen Bildergeschichte, die ja immer noch mit von links nach rechts
jetzt von oben nach unten operierenden, also quasi literarisch angeordneten Bildern arbeitet, ist bei Eisner irgendwie weitgehend aufgebrochen. Und das ist die eine überragende Superheldin, die es in den 40er Jahren noch gibt, das ist Wonder Woman. Hat ihren ersten Auftritt 1941 und wird auf dem Gipfel der Erfolge der ersten männlichen Superhelden beim, wie gesagt, vor allem männlichen Superheldenpublikum von einem Psychologen quasi am Reißbrett designt. Also der Psychologe William Moulton Marston, der, Fun Fact am Rande, auch noch den Lügendetektor erfunden hat vorher, bevor er Wonder Woman erfunden hat, hatte gewissermaßen das Programm, eine positive Identifikationsfigur für Frauen in diese männlich geprägte Superheldenwelt zu setzen, und hat das auch irgendwie mit einigermaßen großem Erfolg getan. Es gab dann bis 1945 noch einige, nicht allzu viele in der Tat, aber einige Superheldinnen, die auch von Zeichnerinnen gezeichnet wurden. Zum Beispiel Miss Victory hatte ich schon erwähnt, von einer Zeichnerin namens Nina Albright, oder Miss Fury von einer Zeichnerin Tarpe Mills. Das nahm bis 1945 zu, weil unter anderem, also nicht zuletzt deswegen, weil die ganzen männlichen Zeichner an der Front waren und deswegen die Frauen irgendwie bis 45 irgendwie ihre Plätze einnehmen konnten. Als die Männer wieder zurückkehrten, war es dann aber auch wieder vorbei. Dann war es aber auch mit den Superhelden erstmal vorbei. Dazu kommen wir gleich. Gucken Sie das mal kurz an, bitte, ich mir hier ein Glas einschenke. Wir sind damit gewissermaßen am Ende des Golden Age. Bevor es weitergeht, wollte ich Sie aber noch irgendwie auf eine Tatsache hinlegen, die für die Einschätzung des politischen Charakters der Superhelden auch von nicht unerheblicher Bedeutung ist, nämlich fast alle, eigentlich alle von alle Zeichner, die ich hier bisher erwähnt habe, fast alle oder sehr viele Zeichner des Golden Age waren jüdischer Herkunft. Also die beiden Superheldenschöpfer, Jerry Siegel und Joe Schuster, der eine heißt eigentlich Jerome Siegel und ist Sohn litauisch-jüdischer Einwanderer, Joe Schuster heißt eigentlich Joseph Schuster, Bob Kane, der Batman-Zeichner, heißt eigentlich Robert Kahn, Jack Kirby, Captain Marvel, Jakob Kurzberg aus einer Familie österreichischer Juden, Stan Lee, der dann später Spider-Man erfinden wird und das Silver Age, Sohn rumänisch-jüdischer Einwanderer und. Also könnte man irgendwie wirklich sehr, sehr, sehr lange fortsetzen. Das ist ein Umstand, der eigentlich in seiner ganzen Tragweite auch so den Comic-Lesern und Leserinnen irgendwie nie klar gewesen ist und auch so in der historischen Forschung, auch so in den ersten letzten 15 bis 20 Jahren begonnen hat, eine Rolle zu spielen, unter anderem angestoßen von einem amerikanischen Schriftsteller, Michael Chabon. Der hat mit einem Roman die Abenteuer von Cavalier und Clay, erschien glaube ich so 2002, so in dem Dreh, wo gewissermaßen die Geschichte, die ich Ihnen gerade erzählt habe, in fiktionalisierter Form mit zwei jüdischen Jungs, die halt zu Comiczeichnern werden, in denen kann man ein bisschen Will Eisner, ein bisschen Jack Kirby, ein bisschen so Schuster wiedererkennen, zu einer Geschichte des phantasmatischen Aufbegehrens junger jüdischer Migrantenkinder gegen die Nazi-Bedrohung irgendwie umerzählt wird. Und tatsächlich, je tiefer man in die Materie einsteigt, desto stärker sieht man, wie sehr sich irgendwie in den frühen Superheldengeschichten auch sowas wie jüdisch-historische Motive wiederfinden. Nehmen wir mal Superman, also ein Besucher von einem anderen Planeten, der zerstört worden ist und dessen gesamte Bevölkerung dabei sterben musste. Also gewissermaßen der Inbegriff der jüdischen Diaspora-Erfahrung. Und irgendwie als einziger Überlebender eines untergegangenen Volkes, einer ganzen Planetenbevölkerung, ist er, Superman, natürlich gewissermaßen der ultimative Migrant. Und als jemand, der irgendwie von seinen Eltern ausgesetzt wurde, um in einer einsamen Raumkapsel auf der Erde gerettet zu werden. Da steht natürlich sowohl irgendwie Moses im Weidenkörbchen mit drin, irgendwie, wie auch irgendwie, darauf ist in den letzten Jahren auch wiederholt hingewiesen worden, die Kindertransporte, wir sehen ja schon in den 30er Jahren Kinder irgendwie aus dem Dritten Reich und den besetzten Gebieten gerettet werden sollten, oder man wenigstens versuchte zu retten. Und das ist eine Story, die auch von Michael Chabon aufgegriffen wird. Natürlich kann man irgendwie in diesen Superhelden-Identitäten auch sowas wie die Geschichte des Golem wiedererkennen, nicht wahr? Also dieses
dieses Kolosses, der aus, na, wie soll man sagen, aus Knete besteht und dann durch einen Zauberspruch vom Rabbi zu magischem Leben erweckt wird, um halt die Juden des Ghettos zu beschützen. Also das ist gerade auch von vielen jüngeren jüdischen Forschern, ist gerade dieser Aspekt der Geschichte der Superhelden im Golden Age in den Jahren sehr betont worden, und da ist natürlich auch in der Tat auch einiges dran. So, wir sind jetzt, der Krieg ist vorbei, 1945, und interessanterweise ist dann auch mit den Superhelden vorbei, erstmal. Also die verlieren wirklich in einer wirklich erstaunlichen Markanz, in einer erstaunlichen Geschwindigkeit an Bedeutung, und werden in der Publikumsgunst ersetzt durch solche Hefte, Crime Suspense Stories zum Beispiel, jenseits von dieser Superheldengeschichten dann eher so aus dem Horror, hier sehen wir, ne, hier wird gerade so eine Frau der Kopf abgehackt, mehr so aus dem Horrormilieu, aus dem Science-Fiction-Milieu oder aus dem Fantasy-Genre kommen, sich ausgesprochen großer Beliebtheit erfreuen. Interessanterweise werden die EC-Comics auch fast ausschließlich wiederum von jüdischen Zeichnern sowohl verlegt als auch gezeichnet, was unter anderem auch zu dem Umstand führt, dass ich, soweit ich sehe, die erste Reflexion oder das erste Auftauchen des Holocaust in der amerikanischen Popkultur überhaupt, da sind wir schon im Jahr 1955, in einem der Comic-Hefte aus diesem EC-Verlag findet, in einer Geschichte namens Master Race von Bernard Krigstein. Und dass sich auch da, auch in diesen teilweise sehr, sehr grellen und schrillen, natürlich irgendwie auf Schock und Suspense und Crime angelegten Geschichten, finden sich, wenn man genauer hinsieht, sehr viele Reflexionen irgendwie auf den Krieg und auf die Erfahrung der Displaced Persons und der Vertreibung aus der Heimat. Das ist eine wirklich ausgesprochen interessante Lektüre, die auch deswegen interessant ist, weil sie damals so im Klima des erblühenden McCarthyismus dann so die Sittenwächter erstmals massiv gegen den Comic auf den Plan rief. Also es gab natürlich immer wieder Einwände irgendwie besorgter Eltern und Hausfrauenverbände, immer gerne mächtig in den USA gegen Comics, aber hier wurde es besonders heftig, unter anderem durch einen Psychologen namens Frederick Wertham, der mit einem Buch für Furore sorgte, Seduction of the Innocent, 1954. Und der kennt man auch aus späteren Debatten noch relativ schlüssig darlegen zu können, glaubte, dass sich die Jugendkriminalität, also die wachsende Jugendkriminalität in den USA Anfang der 50er Jahre ausschließlich durch die Verbreitung dieser blutrünstigen Comics erklärte. Und würde man diese Comics verbieten, wäre alles wieder gut. Das führte dann dazu, sie wurden nicht verboten, aber die Verleger mussten sich mit so einer Art, gibt es ja auch in Deutschland heute noch, freiwilligen Selbstkontrolle versehen, dem sogenannten Comics Code. Den Comics Code kriegte man nur, wenn Worte wie Crime, Schock, Suspense, Horror, Weird oder so in den Heften nicht mehr verwandt wurden, weswegen der EC-Verlag dann eigentlich relativ umgehend dicht machen musste. Und eigentlich nur dank eines Heftes überlebte, in dem dieser schrille Horror in schrille Satire umgeformt wurde, kennen Sie vielleicht auch, Mad, gibt es bis heute, also von den Zeichnern der ersten EC-Generation ins Leben gerufen, begann damals auch mit einer Superhelden-Parodie Super Duper Man. Interessanterweise, es dauerte dann bis Anfang der 60er Jahre, bis die Superhelden-Comics in den USA wieder Fuß fassten. Interessanterweise war es dann in den 50er Jahren, wo das Genre in den USA eigentlich eher mau war, dass es sich plötzlich begann, um die Welt zu verbreiten. Also zum Beispiel nach Japan. Das hier ist eine Figur namens Tetsuwan Atom, auf Deutsch etwa Astrojunge, in der englischen Version Astro Boy, von dem Zeichner Osamu Tezuka. Erstmals 1951 aufgetreten. Ende der 40er kamen die, also ab Mitte der 40er kamen mit den amerikanischen GIs nach Japan dann auch die ganzen Superheldenhefte und wurden da von den Jugendlichen und jungen Zeichnern begeistert aufgesogen. Tezuka war daneben auch ein großer Freund der Disney-Filme, die damals auch erstmals in Japan zu sehen waren. Und der hat dann irgendwie seine eigene Superheldenparodie, seine eigene Superheldenvariante geschaffen. Das ist dann auch wieder interessant, sich von den amerikanischen dadurch unterscheidet, dass es sich um einen Roboter oder gewissermaßen um einen
Cyborg handelt. Also wir haben hier über den Umweg Japan zum ersten Mal so den Eintritt des Maschinenmenschen in die Superheldengeschichte. Also die Herkunftsgeschichte ist etwa so, dass irgendwie ein Wissenschaftler seinen Sohn bei einem Autounfall verliert, dann irgendwie einen Roboter nach seinem Ebenbild erschafft. Und dann diesen Roboter, dieses Roboterkind aber verstößt, weil es nicht wachsen kann. Da hat er was falsch gemacht. Deswegen will er es nicht mehr haben. Darum wird dann dieses traurige Roboterkind dann zu einem Zirkus gegeben, wo es dann wiederum von einem anderen Wissenschaftler errettet wird. Der baut ihm dann noch irgendwie so Düsentriebwerke in die Füße und Maschinengewehre irgendwie in die Hände und rüstet irgendwie diesen kleinen Astroboy zu einer irgendwie interplanetar wirkenden Kampfmaschine hoch, weil kurz darauf beginnen dann in relativ enger Folge auch Außerirdische die Welt anzugreifen. Und Astro Boy ist eigentlich immer zur Stelle, wenn die Welt mal wieder gerettet werden muss. Das ist im Grunde nicht anders als bei Superman, aber es ist eben zum einen ein Kind und zum anderen ist dieses Kind von Anfang an mit einer ganz großen Melancholie belastet, weil man sieht eigentlich in fast jeder Geschichte, wenn Astro Boy mal wieder die Welt gerettet hat, würde er eigentlich gerne auch mit den anderen Kindern der Straße spielen, wenn er zu seinem Vater oder seinem Adoptivvater zurückkehrt, aber das geht eben nicht, weil er eben kein richtiger Junge ist, sondern ein Roboter und dann gleich bald schon wieder in den Kampf. Also da haben wir zum ersten Mal, da haben wir eine andere Form des Postheroischen gewissermaßen. Also da haben wir einen Helden, der eigentlich gar kein Held sein möchte, weil es irgendwie ein Roboter ist, der eigentlich viel lieber ein Mensch wäre. Und gerade das ist ihm aber verwehrt und der würde irgendwie alles dafür geben, seine Existenz zu tauschen. Das ist, ich weiß nicht, wer jetzt von Ihnen gerade Ghost in the Shell, die Neuverfilmung gesehen hat, noch besser irgendwie die ältere Version von Ghost in the Shell oder gleich den Manga lesen, aber es ist jedenfalls für die gesamte japanische Heldengeschichte, die Geschichte der Helden ist gewissermaßen dieser postheroische Input. Sie wollen eigentlich gar keine Helden sein, weil sie wissen nicht, ob sie Menschen oder Maschinen sind, eigentlich immer prägend gewesen. Also auch in wichtigen Manga- und Anime-Produkten wie Akira aus den späten 80er Jahren oder Neon Genesis Evangelion, wo es ja auch um Kinder geht, die halt in Kampfmaschinen die Menschheit verteidigen müssen, aber eigentlich auch viel lieber spielen würden, dürfen sie aber nicht, weil es gibt ja was zu kämpfen. Und das ist der andere Superheld, der in den 50er Jahren in Europa entsteht. Das ist natürlich Asterix, ne? Kennen Sie alle. Funktioniert ja im Grunde eigentlich gar nicht so viel anders irgendwie als zum Beispiel Captain Marvel oder eigentlich noch eher Captain America. Also Captain America hat ja dann so ein Serum bekommen, ist dadurch irgendwie zum starken Typen geworden. Irgendwie Asterix bekommt bekanntlich immer das Serum seines Droiden Miraculix und erhöht dann seine Kräfte damit erheblich. Und Obelix ist den Zaubertrank gefallen, klar, dann geht es dann nicht mehr weg. Also da haben wir jetzt gewissermaßen dadurch, dass es der Druide, also der Magier ist, also haben wir da gewissermaßen Captain America und Captain Marvel ineinander vereint. Also das Militärische und das Magische finden sich jetzt bei Asterix gewissermaßen zu einer Synthese. Der eine Unterschied, den Sie sofort sehen, ist natürlich, dass er keine Secret Identity hat. Also Asterix ist immer Asterix. Das weist aber auch irgendwie auf einen wesentlichen Unterschied in den Comic-Heldenfiguren europäischer Prägung zu denen amerikanischer Prägung. Weil wir haben jetzt, die ganze Zeit davon erzählt, wie Superhelden determiniert werden und teilweise auch überdeterminiert werden, in sich über ihre Eigenschaften definieren und über ihre Herkunftsgeschichten. Wenn Sie kurz mal nachdenken, was es an europäischen Comic-Helden gibt, also zum Beispiel Tim und Struppi als Gründungsszene mit der europäischen Comicgeschichte oder dann Spirou und Fantasio oder auch selbst hier Asterix, alle wichtigen europäischen Comichelden der, sagen wir mal, Zeit ab den 30er Jahren, also der Gründungszeit des europäischen Comics, sind eigentlich Männer ohne Eigenschaften. Also Superhelden sind Männer mit sehr vielen Eigenschaften, die sie bestimmen. Die europäischen Comichelden sind Männer ohne Eigenschaften. Also Tim, Tintin, ist ja, haben Sie vielleicht vor Augen, auch nur so ein Punkt-Strich-Gesicht. Man weiß auch eigentlich gar nicht, was die das auszeichnet. Deswegen muss er halt sehr früh lustige Sidekicks wie Captain Haddock zur Seite bekommen, damit überhaupt irgendwas Lustiges passiert, weil Tim an sich ist totaler Langweiler, genau wie Asterix eigentlich auch ein Langweiler ist. Also der hat im Grunde, also es gibt eigentlich keine relevanten Gags aus diesen Comics oder keine relevanten Entwicklungen, die von Asterix produziert werden, sondern es ist eigentlich fast immer Obelix oder später doch dann die Figuren um diese beiden Hauptfiguren herum. Das ist so ähnlich bei Spirou und Fantasio. Also wir haben da einen genuinen
anderes Heldenkonzept in der, das ist also nicht mehr postheroisch, sondern nullheroisch vielleicht, also in der Genese der europäischen Comics. Auch das nur am Rande. Das ist meine Lieblingsheldenfigur aus den, das, also wie Sie sehen, irgendwie eine deutlich bei Superman entlehnt, Benoit Brisefer, gezeichnet von Pillot, dem Vater der Schlümpfe. Auf Deutsch Benny Bärenstark, ist glaube ich auch lange vergriffen, Anfang der 60er. Und Benoit Brisefer ist halt ein, wie Sie sehen, ein kleiner Junge mit einer Baskenmütze, der aus nie weiter erklärten Gründen über Superkräfte verfügt. Deswegen kann er hier auch mit Taxis von Verbrechern durch die Luft wirbeln, außer, bei ihm ist es gewissermaßen umgedreht, außer wenn er eine Erkältung bekommt. Also sobald Benny Bärenstark Schnupfen kriegt, schwinden seine Superkräfte. Natürlich kriegt er jedes Mal, wenn es besonders brenzlig wird, erstmal Schnupfen. So, und die wesentliche Frage, das hat dann auch so einen kinderpädagogischen Charakter, wie wird er jetzt diesen Schnupfen wieder los, um dann die Welt retten zu können. So, der vorletzte europäisch ist dann natürlich dieser hier, Donald Duck als Phantomias. Also die Superheldenausgabe von Donald Duck, wobei natürlich Donald Duck der Inbegriff Gesundheit, der Inbegriff des schwächlichen Nerds ist, der ja auch irgendwie dem ja in seinem alltäglichen Leben eigentlich immer alles misslingt und der auch irgendwie von Daisy Duck nie so bewundert wird, wie er das gerne hätte. Und das schafft er jetzt zum ersten Mal, weil er sich, ich glaube, die Geschichte war so, dass er im Keller der Villa eines verstorbenen Onkels irgendwie diese Ausrüstung findet und sich damit zu Phantomias kostümieren kann. Das kommt aus den italienischen Donald Duck Comics. Da heißt er Paparino und der hier, sein Originalname ist Paparinik, was schon irgendwie auf die eigentliche Vorgängerfigur dieses Paparinik verweist, nämlich Diabolik. Diabolik ist gewissermaßen der Superheld, der die italienischen Comics seit Anfang der 60er Jahre geprägt hat, also auch mit einer Geheimidentität, aber dann eher so eine Art, wie Sie schon sehen, diabolischer Gentleman-Gangster, also der tut nichts Gutes, sondern raubt reiche Leute aus, was dann erstmal dafür sorgt, dass es moralisch okay ist mit dem Leser, aber gibt das Geld auch nicht den Armen, sondern behält es. Und dass diese Figur des Gentleman, dieses moralisch korrupten Gentleman-Gangers prägt dann den italienischen Comic der 60er bis weit in die 70er Jahre, die sogenannten Fumetti Neri, die auch mit solchen Geheimidentitätshelden arbeiten, aber sowas wie eine moralisch saubere soziale Institution gar nicht erst kennen, sondern da ist im Grunde alles immer schon im Zustand eines Equilibriums zwischen den moralisch nicht so integren Hauptfiguren, den geheimnisvollen Hauptfiguren und dann den ganzen Polizisten und Richtern, mit denen sie umgehen müssen. Also der Blick auf den italienischen Staat in den 60er Jahren seitens dieser von Fumetti Neri ist schon mal sehr ähnlich dem, was man dann, kommen wir dazu, in den 80ern irgendwie in den Batman-Comics des sogenannten Dark Age findet. So, jetzt sind wir im Jahr 1961 wieder in den USA. Hier beginnt gewissermaßen das sogenannte Silver Age. Also, die Superhelden liegen am Boden. Der Marvel-Verlag ist kurz vor der Schließung, hat eigentlich fast alle Mitarbeiter entlassen. Und dann kommt dem leitenden Redakteur Stanley Lieber, schon erwähnt, alias Stan Lee, gemeinsam mit dem Texter Steve Ditko die Idee zu dieser Figur Spider-Man. Und die wird zu einem großen Erfolg. Warum ist das so? Weil sich Spider-Man in wesentlichen Dingen von den Superhelden der Vorgängerepochen in den USA unterscheidet. Also er ist irgendwie auch, er ist jetzt wieder, eben nicht wieder, aber er ist ein schmächtiger Teenager, der keine Freundin abkriegt, so bei seinem Onkel und seiner Tante so auf dem Dachboden wohnt und seine ganze Zeit eigentlich mit Comic-Lesen verbringt. Und da ist es jetzt zum ersten Mal so, dass der idealtypische Leser von Superhelden-Comics selber zum Held von Superhelden-Comics wird. So, also der findet sich jetzt nicht nur irgendwie gebrochen, phantasmatisch wiedergespiegelt, sondern gewissermaßen eins zu eins.
über die Superkräfte, ich nehme an, Sie haben die Filme gesehen, vielleicht ein paar in den letzten Jahren, ein bisschen werden Sie es wissen, die Superkräfte hat er daher, dass er von einer radioaktiv verstrahlten Spinnenmutation gebissen wurde. Und deswegen bekommt er jetzt die Fähigkeiten der Spinne, er kann mit seinen Händen da irgendwie so Spinnennetze irgendwie und Spinnenfäden ausschießen und Spinnennetze erzeugen und sich damit durch die Luft schwingen, an Wänden emporlaufen, also fliegen kann er auch nicht, sondern nur durch geschickten Spinnennetz-Einsatz kann er sich da irgendwie durch die Stadt bewegen. Und gleichzeitig ist er aber, und da haben wir dann gewissermaßen eine Widerspiegelung dieser Astroboy-Figur aus Japan, von der eben schon die Rede war, gleichzeitig bleibt er ein Teenager, wann immer er sich in seinem alltäglichen Leben einen zurückverwandelt, der immer noch keine Freundin abkriegt und der eigentlich immer noch lieber eigentlich ein interessanter Teenager wäre, irgendwie als dann so einer, der mit Doppelidentität und seinen Spinnenkräften dann auch nur nachts und von allen unerkannt da in der Stadt für Ordnung sorgen kann. Und eigentlich ab dem Anfang will Spider-Man seine Superkräfte eigentlich ständig an den Nagel hängen und nie wieder als Spinne oder als Spinnenmann irgendwie auftreten. Unter anderem wegen, das ist so der eine Spruch, with great power comes great responsibility, steht über jedem Spider-Man-Film immer noch so als Denksatz, irgendwie so, weil ihm aber die great responsibility, die er mit seiner great power jetzt erworben hat, eigentlich immer zu viel ist. Und eigentlich ist er so als normaler Typ auch eher zu schwächlich, um das aushalten zu können, aber dann muss er halt immer doch wieder. So, das heißt, wir haben also doch noch eine Form der postheroischen Figur, also eine, die sich der Verantwortung bewusst ist, auch der ethischen Probleme, die es aufwirft, wenn man außerhalb des Gesetzes steht, dann irgendwie Verbrecher jagt und soll man die dann irgendwie, darf man denen wehtun, wenn man sie trifft, also wenn man sie eingefangen hat, oder soll man sie der Polizei übergeben, die ist dann aber wiederum nicht in der Lage, sich da richtig zu verhalten oder effektiv zuzuschlagen. So, der hat halt irgendwie lauter so ethisch-moralische, aber auch psychosoziale Probleme. Das ist gewissermaßen so das Leitmotiv dieses sogenannten Silver Age, das so das Problem des Teenagers, der Teenage-Jungen, der keine Freundin abbekommen hat, sich in Omnipotenzfantasien steigert, wird hier gewissermaßen, werden hier diese Omnipotenzfantasien nochmal wieder zurückgespiegelt in das Teenager-Ego, das eigentlich zu schwach ist, um diese Omnipotenz aushalten zu können. Das hatten Superman und Batman eigentlich nur schlichtweg verdrängt. Und das hier noch komplizierter, ein bisschen sogar eher vor Spider-Man noch erschienen, die erste Ausgabe des Heftes Fantastic Four von Stan Lee und dem Zeichner Jack Kirby. Und da ist der Typus des gebrochenen, gewissermaßen postheroischen Helden dann irgendwie ins Kollektive geweitet. Also das sind, wie der Name schon sagt, sind das jetzt gleich vier. Ein Plastikmann mit unendlich dehnbaren Gliedmaßen, eine unsichtbare Frau und eine menschliche Fackel und ein Koloss namens das Ding. Und die müssen dann, sehen Sie hier gerade bei der Arbeit, die müssen dann irgendwie halt auch ständig die Rettung der Menschheit zu ihrer Aufgabe machen. Und bei denen ist aber das Problem, die haben halt auch ständig irgendwelche beziehungsinternen Krisen, weil die halt auch alle so unterschiedlich sind, dass zum Beispiel die menschliche Fackel immer halt als Frauenschwarm, als besonders toller Typ immer die ganze Bewunderung abkriegt, während das melancholische Ding halt immer eher so am Rande steht und irgendwie sich immer ungeliebt fühlt. Und je länger es dauert, desto pumpiger wird das Ding auch gegenüber seinen anderen und verschwindet dann irgendwie und macht irgendwie Unfug, weil es nicht genug Streichelheiten abbekommt, etc. Also da wird gewissermaßen diese innere Zerrissenheit der postheroischen Helden, von der jetzt die Rede war, wird da jetzt irgendwie aufs Kollektive geweitet. Noch einen Schritt weiter geht dann diese Serie X-Men. Auch von Stan Lee und Jack Kirby wiederum erdacht. Das sind alles Mutanten, die aus unterschiedlichen Gründen körperlich und in ihren Fähigkeiten verändert worden sind. Und die da dann an einer Superheldenschule gelernt haben, ihre Kräfte, das kennen Sie vielleicht auch aus den Filmen, das ist quasi so Harry Potter College-haft, an Superheldenschulen irgendwie ihre Fähigkeiten einzusetzen. Und die dann interessanterweise in den
nach einem Relaunch in den 70er Jahren dann so umgebaut werden, dass sie nicht nur selber an ihren Mutationen zu leiden beginnen, sondern, dafür ist dann ein Zeichner namens Chris Claremont verantwortlich gewesen, sondern dass sie durch diese Mutationen auch von der Gesellschaft als Außenseiter oder sogar als Aussätzige betrachtet werden. Also es gibt auch in den X-Men-Filmen der letzten Jahre, ich glaube vor allem X-Men 3, wenn ich mich erinnere, ging es immer halt darum, dass dann irgendwie so, je nachdem, welche Art Wahlkampf gerade gemacht werden muss, sich immer irgendein Wahlkämpfer findet, der jetzt mal der Meinung war, dass man die X-Men irgendwie als Feinde der Gesellschaft mit ihren unkontrollierbaren Kräften jetzt endlich mal auf Eis legen muss irgendwie oder unter Kontrolle bringen muss. Und das heißt, die hatten jetzt, da wird es langsam richtig kompliziert, nicht nur ihre innere Zerrissenheit, ihre psychologischen Probleme, sie wollten auch ständig keine Superhelden mehr sein, mussten aber trotzdem die Menschheit retten, sondern wurden von der Menschheit um sie herum deswegen auch noch ständig zur Zielscheibe von, nennen wir es ruhig, populistische Aggressionen, so als gewissermaßen durchaus auch als eine Art von Außenseiter, meinetwegen auch Migranten, Repräsentanzen. So. Und es gibt, das nur am Rande, eine interessante Figur, die kommt hier gleich in der allerersten Folge vor, Magneto. Magneto ist einer der Superschurken. Wir haben bisher wenig über Superschurken erzählt. Ne? Naja, ich rede eh schon so viel. Wir machen nochmal einen extra Vortrag über Superschurken. Aber er ist jedenfalls einer der Superschurken, der gegen Professor X, also den Leiter der Mutantenschule, an denen die X-Men ihre Fähigkeiten zu kontrollieren lernen, also ständig vorgeht. Und das Interessante ist mir, dass Magneto heißt eigentlich Max Eisenhardt, ist ein deutscher Jude in Auschwitz gewesen, wo seine Familie ermordet wurde, ist dann über Umwege, wäre dann irgendwie auf der Flucht irgendwie in einem osteuropäischen Dorf beinahe noch gelyncht worden, ist dann über Umwege nach Israel gekommen, wo er dann Professor X kennengelernt hat. Und während Professor X jetzt gewissermaßen im späteren Teil seiner Biografie alle Kräfte daran setzt, die Menschheit vor äußeren Bedrohungen zu retten, nimmt Magneto der Menschheit immer noch fundamental übel, dass sie den Holocaust zugelassen hat. Und das ist deswegen die wesentliche Triebkraft für ihn zu sagen, die Menschheit muss komplett ausgelöscht werden. Das heißt, die Konfrontation zwischen Gut und Böse dahingehend moralisch verkompliziert, dass also der böse Superschurke eine eigentlich irgendwie total nachvollziehbare Holocaust-Biografie hat. Und der Professor X immer in der Rolle desjenigen sich befindet, der mit teilweise gar nicht nachvollziehbaren moralischen Argumenten dann erklärt, warum jetzt eigentlich die Menschheit doch ganz okay ist und eigentlich weiterleben sollte. So, also das nur zum Hintergrund. Die Düsternis, die aus diesen Comics spricht, weist schon voraus auf das, was dann in den 80er Jahren passiert. Wobei der Bruch in den 80er Jahren, der sich mit diesem Comic manifestiert, eigentlich wiederum vergleichbar ist mit dem, der 1938, 1961 passierte. Deswegen spricht man in dem Fall auch gerne vom Beginn des Dark Age. Was passiert hier? Auch da war es wieder so, dass die Superhelden Ende der 70er, also über die 70er Jahre eigentlich zusehends an Attraktivität verloren hatten. Also dieser Schulterschluss zwischen der Studentenbewegung und den Subkulturen der Post-68er und dann diesen gebrochenen Helden wie Spider-Man oder den Fantastic Four, der funktionierte so nicht mehr. Und die Popkultur bewegte sich dann ja doch eher so in andere Bereiche. Und das auch der DC-Comic war eigentlich kurz vor dem Bankrott, wurde dann ähnlich wie Marvel durch Spider-Man, durch diesen Batman-Comic von Frank Miller gerettet, 1986, The Dark Knight Returns. Und da ist Batman quasi neu erfunden als als zynischer Held, der so den also selber eigentlich überhaupt keinen moralischen Kompass mehr besitzt, irgendwie so wie er sich durch die immer unübersichtlicher gewordene Gemengelage so in der Welt zwischen Gut und Böse irgendwie hindurch manövrieren muss. Aber erstmal ist noch was anderes passiert, was vielleicht bisher gar nicht aufgefallen ist, aber was natürlich irgendwie zum Konzept des Superhelden zentral dazugehört: er ist gealtert. Also es ist sowas wie Alterungsprozesse hat es irgendwie im Superhelden-Genre bis in die 80er nicht gegeben. Es waren immer
Männer, die zwischen 20 und 30 waren, oder die Spider-Man-Teenager, so Anfang 20 oder Ende 19, 18, so 20 rum, die aber immer etwa gleich alt blieben. Das heißt, sowas wie ganz normaler ein Vergänglichkeitsprozess oder das Verstreichen von Zeit war in der ewigen Wiederkehr, dieser Zyklizität, dieser Superheldengeschichten gar nicht vorgesehen. Hier ist das anders. Batman ist zum ersten Mal so Mitte 50, also biblisch alt geradezu, ist seit 10 Jahren von der Bildfläche verschwunden, weil er sich mal irgendwann verletzt hatte, wohnt jetzt bei seinem Butler Albert allein in seiner Batvilla und lässt so die Welt läuft da an sich vorbeiziehen, bis dann aber wiederum eine Gruppe von bösen Mutanten dermaßen gewalttätig und zerstörerisch über New York, also über Gotham City, so heißt das in den Batman-Geschichten, über Gotham City hereinbricht, dass er sich dann bemüßigt fühlt, doch nochmal wieder in den Kampf zu ziehen. Und weil er aber irgendwie mittlerweile irgendwie alt und zynisch ist, ist er zum einen gebrechlich, also verletzt sich ständig, kommt auch nicht mehr so richtig klar und ist aber auf der anderen Seite unerhört gewalttätig. Also hat er mir die ersten Mutanten bringt er schlichtweg gleich um, also so wie in den allerersten Batman-Auftritten auch. Und dann ist es aber so, dass aber auch der Superschurken, der ihm in den letzten Jahrzehnten immer wieder begegnet ist, nämlich den Joker, der dann auch noch irgendwie die Bühne betritt, bei ihrem ersten Kampf auch beinahe umbringt. Und das ist was es in den Superhelden-Stories noch nie gegeben hat, weil die Superschurken muss natürlich überleben, damit sie als Superschurke beim nächsten Mal wieder angreifen können. Das heißt, diese ganzen Konstruktionen waren immer darauf angelegt, dass irgendwie dieses Gleichgewicht zwischen Superheld und Superschurke immer dahingehend erhalten bleibt, dass sie sich irgendwie nicht so weit gegenseitig verletzen, dass einer wirklich sterben müsste. So, es wurde nicht gealtert und es wurde auch nicht wirklich gestorben. Und das ist hier, das rückt hier alles irgendwie sehr, sehr in den Fokus der Geschichte hinein. Abgesehen davon, dass dann auch noch irgendwie ein besonders irgendwie verabscheuungswürdiger US-Präsident irgendwie auf der Bildfläche erscheint, der sehr nach Ronald Reagan aussieht, für den dann Superman Handlangerdienste bei der Invasion eines lateinamerikanischen Staates übernimmt, nachdem er sich immerhin geweigert hat, irgendwie auf Initiative von Ronald Reagan Batman umzubringen, weil Batmans Wiedererscheinen auf der Bühne der Verbrechensbekämpfung dann den Vertretern der staatlichen Institutionen dann doch irgendwie nicht geheuer war. Also man wusste jetzt nicht mehr, was man mit diesen Superhelden anfangen kann. Und vielleicht kann man, ja, wie ich schon sagte, also bei Batman leitet eigentlich eine Reihe von Comics ein, die dann auch bis in die letzten Verfilmungen, also denken Sie an Christopher Nolans Batman-Filme, weiterwirken. So ein Relaunch der Figur als nicht immer gealterter, aber jedenfalls zynischer an der moralischen Komplexität der Welt, nicht wahlweise verzweifelter oder selbst irgendwie bösartig oder gewalttätig gewordener Held. Also eine andere Form des Postheroismus. Also die leiden nicht mehr so an ihrem Heldentum, aber die sind eigentlich nicht mehr zu kontrollieren oder sind genauso moralisch komplex wie der Staat, der sie umgibt. Also kann man vielleicht sagen, so, dass das anarchisch-libertäre Element, das die Superhelden schon immer gekennzeichnet hat, auch für die Gesellschaft umgeben, charakteristisch geworden ist. Und heute kommt man das natürlich so vor, als sei das eben jetzt schon irgendwie so der Vorgriff irgendwie auf den rechtspopulistischen Zugang zum Staat. Also man kann mühelos wirklich irgendwie Frank Millers Batman irgendwie als AfD- und Pegida-Variante von Batman lesen. Also da muss jetzt mal wirklich aufgeräumt werden, weil die staatlichen Institutionen eben der Lage nicht mehr Herr werden, die Polizei der Lage nicht mehr Herr wird. Muss ich allerdings daran erinnern, dass 1986 diese Position tatsächlich auch eher genauso oder eigentlich noch eher von der Linken vertreten wurde. Also dieses Misstrauen gegenüber den Institutionen ist ja auch irgendwie für die Partei, in deren Stiftung wir uns heute hier befinden, irgendwie konstitutiv geworden. Also im Grunde ist irgendwie Batman auch der ideale Superheld der Grünen aus den 70er Jahren oder sagen wir mal so der K-Gruppen Grünen. Also darüber können wir vielleicht später nochmal reden. Im gleichen Jahr, also das ist hier nochmal, so sieht er aus, wenn er irgendwie schlechte Laune hat. Genau, im gleichen Jahr erscheint dieser Comic, Watchmen, von Alan Moore und Dave Gibbons. Und der ist genauso
die sind genauso mies drauf wie Batman, die Gesellschaft ist genauso korrupt, aber da ist eigentlich alles noch viel schlimmer. Also es handelt von, ich weiß nicht, haben Sie den Film gesehen, das wurde vor ein paar Jahren nochmal verfilmt, also ich fasse mal kurz zusammen, also es handelt von einer Reihe von Figuren, die eigentlich also keine Superkräfte haben, mit einer Ausnahme, Dr. Manhattan, der absolute Macht über die Materie besitzt, und die haben halt so, leben in so einem Paralleluniversum, das an die USA angelehnt ist, aber in dem Richard Nixon also in den 80er Jahren immer noch Präsident ist, und gemeinsam mit dem haben sie halt nicht nur irgendwie immer mal wieder die Menschheit gerettet, sondern auch sämtliche Demokratie- und Bürgerrechtsbewegungen aufgelöst, die sich gegen die Macht des Präsidenten und gegen das autoritäre Regieren, das autoritäre System irgendwie zu wenden begannen. Und jetzt ist es so, dass sie, also die sind auch retired, also gehen auch dem Ruhestand entgegen, aber gerade verfinstert sich die politische Lage wieder so, dass sie eigentlich was tun müssten. Außerdem geht ein Killer um und bringt einen nach dem anderen um. Deswegen kommen sie jetzt, oder versucht einen nach dem anderen umzubringen, das kommen sie jetzt wieder aus ihren Verstecken hervor. Und das ist wirklich interessant, weil die alle, verglichen mit denen, ist auch der Batman von Frank Miller eigentlich noch ein ganz heiterer Typ, die sind einfach alle wahnsinnig unsympathisch irgendwie. Also der eine, der Comedian, ist ein Schusswaffenfetischist und Vergewaltiger. Der Kollege Night Owl, der da steht, der ist impotent und kriegt nur einen hoch, wenn er irgendwie wenn er sich sein Eulenkostüm überzieht. Das heißt, das verbraucht er sowohl für die Verbrecherjagd wie auch fürs Kopulieren. Und dann gibt es noch Rorschach, der steht da irgendwie neben Night Owl. Das ist irgendwie so eine Dirty Harry-Figur, die also Selbstjustiz aller Art für völlig geboten hält, irgendwie, weil er eine schlimme Kindheit hat und irgendwie die Verderbtheit der Welt ohnehin irgendwie den mutigen Mann irgendwie alle Mittel in die Hand gibt, irgendwie selber tätig zu werden. So, also man könnte sagen, dass irgendwie die dass irgendwie Alan Moore, der Autor der Geschichte, die gesamte Superheldenideologie hier unter den Bedingungen der ohnehin ja eher trüben Stimmung der mittleren 80er Jahre so eine Art historischer Psychoanalyse unterzieht. Also es geht nicht nur darum, dass man also die Omnipotenzfantasie ausstellt und dann vielleicht auch das Leiden daran, wie schon in den Spider-Man-Geschichten mir dann so thematisiert, sondern dass man also der Erste, der gewissermaßen ganz deutlich psychoanalytisch zeigt, Omnipotenzfantasien sind natürlich auch immer ein Spiegel von Kastrationsangst oder der Angst vor Impotenz, oder dass die Sehnsucht, genau, dann aus dem Psychoanalytischen ins Soziale gespiegelt, die Sehnsucht nach absoluter Souveränität eines einzelnen Gesetzeswächters nichts anderes widerspiegelt als die Ablehnung des demokratischen Staates. Und wenn man Watchmen, so wie das in Watchmen zu Ende gedacht wird, zeigt Moore, warum die Vereinnahmung der Subkulturen oder die Sympathie der Subkulturen, gerade in den 70er Jahren für die Silver Age Comics, also Spider-Man etc., warum die eigentlich schon immer falsch war, weil die Superhelden gerade irgendwie der libertären Gegenöffentlichkeit, also dem Harmonie und jeder kann mitmachen, der Hippies und dem Demokratiestreben der Hippies als autoritäre Figuren eigentlich schon immer entgegengestanden haben. Die also so wie Moore das hier irgendwie inszeniert, haben die Hippies das bloß halt nicht geschnallt, weil die postheroischen Superhelden der 60er und 70er Jahre so mit ihrer weichlichen Männlichkeitsversion darüber hinwegtäuschten, dass sie in Wahrheit eben doch autoritäre Figuren sind. Also so gewissermaßen konservative Tricksterei, irgendwie, auf die Linke reingefallen ist. Das wäre so die These, die man bei Alan Moore und in den Watchmen findet. So, ich nähere mich der Gegenwart und auch dem Ende. Das ist mir eine Spider-Man-Geschichte aus dem Jahr 2001. Ja, unschwer zu erkennen, da brennt es gerade New York. Wir befinden uns gerade kurz nach dem Anschlag auf die Twin Towers. Spider-Man kommt zu spät und wird von dem Paar da irgendwie auf dem großen Bild gefragt, where were you, how could you let this happen?
Und das ist natürlich irgendwie die Frage, die sich dann nach 9-11 alle Superhelden stellen lassen mussten, irgendwie so, wo seid ihr gewesen? Und wenn wir als USA überhaupt schon mal über so starke Helden verfügen, irgendwie mit Superkräften, wie kann es sein, dass dann irgendwie so ein paar Moslems hier irgendwie mit einem Anschlag irgendwie auf unser Wahrzeichen die gesamte Nation in ihren Grundfesten erschüttern? Und man kann mal sagen, das ist hier Captain America aus einem Tribute-Heft kurz nach 9-11, so 2-3 Monate später von Marvels herausgebracht. Captain America steht über den brennenden Türmen und trauert. Direkt danach das gesamte Heldentum eigentlich erstmal in Trauer aufging und interessanterweise, das ist mir aus dem gleichen Heft, so geht die Geschichte weiter, auch in der Beschwörung einer US-amerikanischen Gemeinschaft, in der also sehr, sehr betont wurde, dass diese Gemeinschaft multikulturell ist. Also es waren so viel wie möglich verschiedene Ethnien auf diesen Bildern zu sehen, waren immer Superhelden mit großen Bevölkerungsgruppen irgendwie um die Opfer trauerten oder um die Feuerwehrleute oder sich schworen irgendwie auf die Nation in Zukunft besser zu beschützen. Es gab dann, interessant ist auch, dass es eigentlich in den Comics, soweit ich sehe, vielleicht siehst du es anders irgendwie, aber es gab jedenfalls keinen wirklich neoreaktionären Backlash. Also es war nicht so, dass jetzt plötzlich irgendwie eine Reheroisierung stattgefunden hätte. Es gab keinen einzigen oder fast keinen einzigen Superhelden, der dann in den Krieg gegen den Irak gezogen wäre oder der sich auf die Suche nach Osama Bin Laden gemacht hätte. Daraus haben sich irgendwie die DC und Marvel und die anderen Superheldenverlage und Zeichner eigentlich weitgehend herausgehalten. Unter anderem wahrscheinlich auch deswegen, wie dann mal eine Kritikerin bemerkt hat, ich glaube im Comics Journal war das, war natürlich auch relativ schwer zu erklären ist, wie Horden von Superhelden, die über Superkräfte inklusive Telepathie, also Gedankenlesen irgendwie und Teleportation und was nicht alles irgendwie verfügen, warum die nicht in der Lage sind, Osama Bin Laden in seinem blöden Loch aufzuspüren. Also da war jetzt irgendwie da gewissermaßen an der Realität dieses neuen, globalisierten, nicht mehr greifbaren Terrors, der halt nicht wie irgendwie wie Hitler und die Deutschen dann mit einer Invasionsarmee über den Atlantik kam, sondern der sich halt verflüchtigte, war da halt irgendwie mit dem Superhelden irgendwie nichts zu wollen. Das geht dann so weit, das hast du schon erwähnt am Anfang, irgendwie dahin, dass sich irgendwie die Superheldenfiguren ausdifferenziert. Ich würde auch sagen, also es gab einige, aber wenige Superhelden, die nicht der weißen heterosexuellen Norm entsprachen. Also eine afroamerikanische Figur, Black Panther, ich glaube 1977 zum ersten Mal auf der Bildfläche erschienen. Und es gab immer mal wieder dann also auch irgendwie afroamerikanische Superhelden. Das hier ist die erste prominente muslimische Superheldin, Miss Marvel, ich glaube gar nicht so alt, 2013, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist eher, also jedenfalls eher eine Nachfolge dieser Unsicherheit, wie man mit dem Heldenstatus umgeht nach 9-11, als dass man so einen reaktionären Backlash hätte vermuten können hier. Das war jetzt kurz vor den Wahlen irgendwie im Sommer letzten Jahres, ist leider abgeschnitten, da sagt sie to the polls, also zu den Wahlurnen. Also, und dass die jetzt hier mit ihren Freunden nicht Trump wählen geht, kann man, glaube ich, erstmal voraussetzen. Also da wurde dann auch eher deutlich irgendwie Stellung bezogen. Der Einzige, der nochmal in den Kampf gegen den islamistischen Terror gezogen ist, ist Frank Miller, dem wir auch diesen hatten wir gerade, ne? Dark Knight Returns verdanken. Der hat einen Comic namens Holy Terror 2011. Der war eigentlich geplant unter dem Titel Batman versus Al-Qaida. Wurde dann aber vom DC-Verlag bekam Miller die Rechte für die Figur dann nicht, um sie gegen Al-Qaida in den Krieg ziehen zu lassen, wo er wahrscheinlich vor allem berechtigte Sorge davor hatte, dass man dann irgendwie das nächste Al-Qaida-Anschlagsopfer sein könnte mit dem Verlagsgebäude, warum auch immer. Das wurde dann jedenfalls, heißt jetzt Holy Terror, das ist eine Figur, die an der Batman, aber auch in der Batman immer noch gut zu erkennen ist, die aber jetzt anders heißt, nämlich Fixer, mit seiner Freundin Natalie, in der man
Catwoman gut wiedererkennen kann, jetzt irgendwie in den Krieg gegen eine islamistische Terrorgruppe zieht, die über Empire City, also New York City, herbricht irgendwie und mit Nagel, Rasierklingen, Bomben, Giftgasattentaten unterschiedslos alles maskiert, irgendwie massakriert, was ihnen in den Weg kommt. Und hier ist das einzige Mal, dass man das in so einer gewissen Übertragung irgendwie dieser alten Skepsis gegenüber den Institutionen nach 9/11 sich immer wirklich virulent wird, weil man sieht also mehrfach Obama und damals auch Hillary Clinton, die so verlegen mit der ganzen Sache, irgendwie so verlegen, lächeln, Achselzucken irgendwie und hoffen, dass alles gut wird, aber nicht in der Lage sind, diesem Terror irgendwas entgegenzusetzen. Dafür brauchst du dann schon Batman oder eben den Fixer, also der die Sache halt wieder hinkriegt, ne? Der ist fixed. Das ist aber, soweit ich sehe, unter den Superhelden-Comics mit das Einzige. Natürlich gibt es dann auch noch, das ist jetzt auch ein bisschen abgeschnitten leider, irgendwie eine weitere, auch von Frank Miller erschaffen, 300. Ein Comic, der vom von der schmerzverehrenden Kriegerkaste des alten Sparta und der Schlacht bei den Thermopylen handelt, auch verfilmt von Zack Snyder. Und da ist gewissermaßen so dieses, da kann jetzt gewissermaßen dieses heroische Männermodell jenseits, also dass Frank Miller im Alter auch immer stärker zu verehren scheint, nochmal richtig ausgelebt werden. Insofern, als es nochmal tief in die Historie versenkt ist. Wenn man sich den Comic genau ansieht, erkennt man tatsächlich, sind einige Seiten irgendwie aus The Dark Knight Returns geradezu abgepaust. Also hat offenbar irgendwie, es gab offenbar noch Batman-Skizzen, die bei Miller liegen geblieben waren, die er dann irgendwie auf kämpfende Griechen und Spartaner irgendwie und kämpfende dunkle Horden aus dem Osten dann irgendwie umgezeichnet hat. Auch insofern einflussreich geworden, diese Kreation von Miller ist leider auch abgeschnitten. Sie sehen da dieses Siegel, dieses Lambda-Zeichen auf dem Schild. Das ist ja zum dann, oder Sigma oder Lambda, die identitäre Bewegung. Ich kann es gerade nicht mehr erkennen. Aber jedenfalls hat die identitäre Bewegung, die sogenannte, ihr Logo irgendwie aus diesem 300-Comic von Frank Miller entlehnt. Und damit wären wir am Ende. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist was passiert, was in der Reihe noch nie passiert ist, weil der Vortrag war wesentlich länger. Aber ich dachte, dass wir natürlich auf keinen Teufel auch. Dass wir auf keinen Fall unterbrechen, weil ganz ehrlich, in 80 Minuten so eine Story kriegt man nur hier oder gar nicht. Und deswegen hoffe ich, dass sich das absolut gelohnt hat. Also auch als jemand, das hoffe ich auch. Tut mir leid. Und irgendwie war das ganz großartig. Vielen Dank. Danke. Vielleicht noch mal einen kleinen Applaus. Und Jens, wir reden noch mal gleich drüber. Ich hatte tatsächlich kurz überlegt, weil man kann sich ja auch nicht so ewig konzentrieren. Vielleicht machen wir wirklich eine Fortsetzung, wo wir sozusagen dann nochmal... Mit den Superschurken, genau. Ja, den Superschurken. Da gab es auch einen Kollegen, der sogar gerade eine Dissertation über Superschurken geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er im Raum ist. Nee. Gibt's glaube ich, gerade ein ganz interessantes Buch über Superschurken. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich hatte mir ein paar Fragen überlegt. Ich habe jetzt ungefähr 50 Fragen, nochmal weitere Fragen im Kopf und werde deswegen keine stellen, damit Sie die Zeit haben, jetzt noch mal eine halbe Stunde zu diskutieren. Und in der Tat, wenn Sie mal vielleicht Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen wollten und Interesse hätten, könnte ich mir vorstellen, dass man dieses zeitdiagnostische Gespräch über Postterrorismus etc. auch noch mal in aller Seelenruhe weiterführt und wir einfach noch mal uns verabreden. Also das Thema scheint ja irgendwie interessant zu sein. Das könnten wir überlegen, dass wir dann mit einem ganz kurzen, also dass wir bei so einer Serie nochmal eine Kurzzusammenfassung machen, was bisher passierte und dann sozusagen nochmal diese ganzen Fragen in Ruhe aufdröseln. So,
Jetzt aber vielleicht, wenn Sie noch Kraft hätten, bis 8:45, könnten wir ja tatsächlich noch mal so ein paar Punkte schon heute vertiefen, sodass jetzt eine mutige oder ein mutiger Superheld voranschreiten müsste. Ja, genau. Stopp, Sie brauchen ein Mikrofon. Und das kriegen Sie jetzt, damit alle verstehen. Und also hier steht ja auch in dem ja. Begleitheft, Begleitkarte hier, was von Hoffnung. Ja. Da erinnere ich mich an Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung. Mhm. Und er unterscheidet dort, insbesondere auch bezogen auf, zum Beispiel bezogen auf Märchen und Sagen. Er sagt da, die Märchen in der Urform, also in der nicht gestalteten Form, also literarisch, Grimm, Gattung Grimm oder andere, also eben halt aus der Urform, aus dem Volk heraus, haben halt diesen kritisch-emanzipatorischen Charakter, beziehungsweise die kritisch-emanzipative Dimension, während er dann zum Beispiel zu den Sagen sagt, das sei eher ein reaktionärer, rückwärtsgewandter Typus. Er sagt aber auch, dass er spricht von zwei Dimensionen von kritisch-emanzipativer, Charakter. Einmal die jedem Menschen innewohnende regressive Dimension, also Wut ablassen, das Auszuhalten, den ganzen Stress und so weiter. Egal ob das Musik, egal welche Kulturprodukte das sind, und die darüber hinausgehende kritisch-emanzipative Dimension. Jetzt würde ich Sie fragen, unter diesen groben Unterscheidungslevel, den Bloch da aufgezeigt hat, wie würden Sie jetzt das betrachten, bezogen auf diese Comic-Geschichte? Was ist bloß regressiv, beziehungsweise was ist tendenziell auch darüber hinausgehend? Zum Beispiel das mit dem Jüdischen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das durchaus eine Ebene ist, die darüber hinausgehende kritisch-emanzipative Dimension. Ja, was ist regressiv, was ist emanzipatorisch? Das sind immer so Fragen. Also, ja, also wie Ja, ja. Ich glaube, man muss generell, deswegen habe ich auch irgendwie diesen relativ langen Vorlauf gemacht, man musste auch irgendwie kann mindestens zwei Ebenen unterscheiden, wenn es ums Emanzipatorische oder Regressive bei den Superhelden geht. Wie ich schon sagte, das ist irgendwie die erste Comic-Helden-Typologie, die wirklich fokussiert wird auf heranwachsende Jugendliche. So. Man könnte sagen, dass irgendwie alles das, wenn man mal einen historischen Vergleich wagen würde, dass alles das, was mit Elvis Presley und Chuck Berry dann ab Mitte der 50er Jahre in der Musik Einzug hält, nämlich eine Form der Popkultur, die sich auf den Phänotyp eines Teenagers und seiner Probleme fokussiert. Auch das hat es ja in der Musik vorher nicht gegeben. Bis Anfang der 50er Jahre ist Popmusik in den USA Musik für Erwachsene, die irgendwie nicht weiter unterscheidet zwischen Zielgruppen. Mit Elvis und Chuck Berry rücken zum ersten Mal die Nöte des heranwachsenden Teenagers in den Mittelpunkt. Das wird im Grunde von den Superhelden-Comics in den späten 30er und frühen 40er Jahren vorweggenommen. Also insofern haben die eine Funktion, die für jedes, würde ich mal sagen, popkulturelle für jeden popkulturellen Phänotyp, der in einer Jugendkultur verankert ist, und dann haben die dieses emanzipatorische Moment, in dem sie nämlich erstmal ganz trivial dem kleinen, schüchternen Jungen, der mit der Brille in der Ecke sitzt, sagt, du bist nicht allein. Es geht anderen auch so wie dir. Das sind die Fantasien irgendwie so. Das sind deine Fantasien, aber es sind noch ganz viele andere Fantasien. Und im Idealfall ab den allerersten, sehr früh
gab es Leserbriefseiten in diesen Comic-Heften. Das wäre natürlich früher in der Zeitung auch undenkbar gewesen, aber es gab moderierte Leserbriefseiten, wo man dann hinschreiben konnte, seine eigenen Zeichnungen und so. Es gab dann sowas wie, heute spricht man vom, oder man sprach dann später vom Fandom. Also es gab dann Fanboys, die sich dann darüber mit Briefen, also viel langsamer als heute mit den sozialen Netzwerken, aber natürlich irgendwie vernetzen konnten und es entstanden Communities, die erstmal nicht irgendwie an die Schulhof-Communities gebunden waren, wo man dann irgendwie vielleicht in der Ecke stand und keiner mit einem spielen wollte. Also es hat erstmal, insofern als es eine Kultur für Außenseiter ist, hat, finde ich, erstmal einen genuin emanzipatorischen Charakter. Und dann ist jeder Regress, der da psychoanalytisch stecken muss, wird, finde ich, erstmal überlagert von dieser emanzipatorischen Qualität. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet hat. Und alles andere, was sich dann politisch mit daraus ergibt, leitet sich daraus ab. Aber ich glaube, ich persönlich würde mal denken, insofern muss ich eigentlich der These widersprechen, wegen der ich hier eingeladen wurde irgendwie. Aber ich glaube, man muss irgendwie, ist ja ganz am Ende jetzt, kannst du mich auch später rauswerfen irgendwie. Aber ich glaube, man muss Superhelden zunächst psychoanalytisch sehen und dann politisch. Also ich glaube, es gibt da zunächst einen psychoanalytischen Kern und dann eine Spiegelung politischer Verhältnisse. Ja. Mikro kommt, bitteschön. Genau, weil Sie jetzt gerade angesprochen haben, politische Bewegung, ist ja ganz spannend, gerade um mal auf die deutschen Comics zu gehen, gerade halt aus dem Osten gab es in meiner Jugend drei Helden und es waren die Digga Ducks. Mhm. So, und ich ist jetzt meine Frage, gab es eigentlich, also die Digga Ducks waren bekannt, wenn Leute das nicht kennen, waren bekannt, dass sie reisen konnten, dass sie in ferne Länder und haben dort Sachen erlebt und so weiter und so fort. Gab es eigentlich auf der anderen Seite der Mauer genauso was Ähnliches? Also gab es dann halt irgendwie politische Motivation gegen den, im Sinne des Kalten Krieges? Oder waren die Superhelden immer nur von der US-Seite aus? Naja, es gab ja, also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, es gab keine deutschen Superhelden. Also es gab irgendwie keine, oder? Was ist mir irgendwas entgangen? Nö. Ja, genau, es gab Fix und Foxy. Ja, nee, wir reden jetzt von Superhelden, nicht von Comics. Ja, schon. Lurchi ist auch Kinder. Also. Nein, also es gab keine. Nein. Tatsächlich, soweit ich sehe, diese Form, die wir gerade gesehen, also im Wesentlichen gesehen haben, also Helden mit Capes und so, das ist tatsächlich ja irgendwie eine genuin US-amerikanische Erfindung und auch Spezifität. Also in Japan sieht es anders aus. Es gab, das wäre nochmal eine andere, es gab in Westdeutschland in den 50er Jahren zwei wichtige Comic-Phänomene. Einmal die Comics von Hans-Rudi Wäscher. Das war irgendwie ein, der hatte dann so Heldenfiguren, die hießen Sigurd und Tibor und Nick. Der Weltraumfahrer, darin konnte man relativ ungebrochen den Kanon der nationalsozialistischen Heldenfiguren in etwas dürftigem Gewande für die Nachkriegsjugend erneuert wiederfinden. Also es waren blonde Ritter irgendwie und Recken und irgendwie so Sigurd, klingt der Name schon an, also so eine siegfriedhafte Figur. Also dass es gibt eine gewisse Kontinuität irgendwie so aus den Heldenfantasien des Dritten Reiches in diese Nachkriegscomics. Und die zweite Figur war dieser Detektiv Nick Natterton, der sich dann auch dadurch auszeichnet, dass der halt irgendwie so als Detektiv auch reiste, was man dann in den 50er Jahren im Westen auch nicht machte, weil es zu teuer war. Und der erlebt dann Abenteuer in Paris oder in Neapel oder so. Aber es gab jedenfalls keine wirkliche deutsche Comic-Geschichte, also auch, abgesehen von solchen Importen, die sich ja auch erst langsam durchsetzten bis in die 70er Jahre. Und das war und im Westen war es tatsächlich ja auch so, dass irgendwie eigentlich erst mit den sogenannten Underground-Comics, also Robert Crumb, Gilbert Shelton, Freak Brothers, Fritz the Cat, dann sowas wie eine, also vermittelt über diese Generation der Hippies, die sich ja auch dann über Ländergrenzen so weltweit vernetzte, schon deswegen, weil man die gleichen Drogen nahm und die gleiche Musik hörte, sich dann auch für die gleichen Comics interessierte. Da folgte aber gewissermaßen vor allem, also auch in Westdeutschland folgte das gewissermaßen erst anderen popkulturellen Formen, wie ganz wichtig Musik und Drogen nehmen. So, und da waren die Comics, würde ich mal denken, eher tertiär. Moment, Mikrofon. Ja.
Bitteschön. Also ich würde dir da jetzt eher etwas widersprechen, wenn du meinst, in Westdeutschland Comics erst Ende der 60er mit den U-Comics oder dem Underground. Also was du ansprichst mit Akim, Nick, Tibor, Sigurd oder sagen wir Wächer-Comics, das war eine große Geschichte in den 50er Jahren bis in die 60er Jahre hinein für junge Männer oder Jugendliche, die auch dazu geführt haben, dass es eine richtige Comic, ja, ich will nicht sagen, dass da wieder Bücher verbrannt worden sind, aber es sind Comics verbrannt worden. Es gab eine Comic-Hetze, ja, ähnlich wie auch in den USA. Ja. Da gibt es einen ganz tollen Film von dem Frank Tashlin mit Dean Martin und Jerry Lewis, die diese Zeit da beschreiben. Und das ist auch in Deutschland so gewesen. Und wir sind vielleicht nicht mehr die Zielgruppe von diesen Wächer-Comics. Das sind da eher so die 60-Jährigen oder Älteren. Aber es gab halt auch in den 50ern schon eine Comic-Szene in Deutschland. Ich wollte es auch gar nicht so zuspitzen, dass jetzt jeder, der Wächer gelesen hat, ein Nazi gewesen wäre. So meine ich es nicht. Nee, aber es ist was man bei Wächer beobachten kann, ist, dass es halt irgendwie, es ist keine Neuerschaffung. Also es versucht gewissermaßen Heldenfiguren früherer Epochen, sagen wir mal so, in eine Form zu überführen, die dann woanders abgeschaut ist. So, aber es ist jetzt irgendwie keine, es ist daraus, außer Wäsche hat es ja auch nicht viel gegeben, es ist daraus irgendwie bis in die 60er keine genuine deutsche Comic-Tradition entstanden. Also man hat dann tatsächlich doch eher, ist sowas wie eine allgemeine Comic-Begeisterung entstanden damit, dass dann irgendwann Asterix in den 60ern in Deutschland so populär wurde und dass dann Tim und Struppi so populär wurden und natürlich die Mickey-Maus-Comics in den Erika-Fuchs-Übersetzungen. So. Aber das ist also mir scheint, aber ich finde, das führt auch jetzt ab vom Thema, aber mir scheint Wächer doch eher so ein sehr, sehr insuläres Phänomen gewesen zu sein. Also eine eigene Comic-Tradition in Deutschland gibt es, seien wir ehrlich, eigentlich erst seit der Wiedervereinigung. Also hat es im Westen wie im Osten nicht gegeben, nicht im nennenswerten Umfang, und hängt damit zusammen, dass sich im Grunde auch erst in den 90er und Nuller Jahren da was herausgebildet hat, was irgendwie über diese, na, den Comic ins Bildungsbürgerliche überführt. Aber eine Pop- und subkulturelle Comic-Tradition, darauf würde ich beharren, hat es nach dem Krieg in Deutschland nicht gegeben, jeweils nicht in nennenswertem Umfang. Ja, du hattest es einige Male erwähnt, dass ja viele Comic-Helden jetzt im Film und im Fernsehen auftauchen. Und mein Gefühl ist, dass das Comic als Genre im Superheldenbereich eigentlich stagniert. Es gibt ständige Reboots, die aber irgendwie nicht von der Stelle kommen. Und dass diese Figuren so stark sind, dass sie eigentlich einen Mediensprung inzwischen getätigt haben. Und den seriellen Charakter gerade der Marvel-Comics wirklich kongenial jetzt mit den Netflix-Produktionsmechanismen übereinstimmt. Und die können all das, was sie vor 50 Jahren im Comics gemacht haben, jetzt nochmal für ein ganz neues Publikum gerade in diesen TV-Serienformat rüberbringen. Und haben natürlich auch die, du hast völlig recht, und haben natürlich auch die technischen Mittel, um das einigermaßen glaubwürdig rüberzubringen, weil auch das ist, also wir haben es über Politik, um Psychoanalyse und so, aber natürlich spielt auch Technikgeschichte eine Rolle, weil erst mit CGI, also mit Computeranimation, tatsächlich fing es ja an, Spaß zu machen, Superheldenfilme zu gucken, die nicht parodistisch waren. Also ich empfehle jedem mal Batman hält die Welt in Atem aus dem Jahr 1966, also wo dann so Batman auf so kleine Wampe, so dass das Cape hängt eigentlich immer so ein bisschen schlaff hinter ihm runter, so, und das ist eigentlich dann eher durch die drolligen Dialoge mit seinem Sidekick Robin von Interesse, noch bei den Superman, also bei dem ersten Versuch daraus so eine Blockbuster-Kinoreihe zu machen, wie Superman mit Christopher Reeves aus der zweiten Hälfte der 70er, das auch da kann man sich ja kaum angucken, wie dieses Cape da in der Luft flattert. Also tatsächlich ist es in der längsten Zeit eine Figur gewesen, die mit dieser absurden Kostümierung auch nur funktioniert, wenn man sie, der Meister darin war Jack Kirby, zum Zentrum so eines grafischen Kraftfeldes macht. Und das ging halt im Film nicht. Oder das geht im Film erst mit den entwickelten digitalen Produktionsweisen, die im Grunde seit der Jahrtausendwende irgendwie so
so verbreitet geworden sind, dass sie jeder, dass man sie sowohl im Blockbuster-Bereich als auch auf niedrigeren Leveln irgendwie anwenden kann. Und dann spielt natürlich das spielt eine Rolle und dann irgendwie die Erweiterung in Netflix spielt auch eine Rolle. Es ist in der Tat so, es gibt nicht nur Miss Marvel, sondern auch eine ganze Reihe von anderen Versuchen, das zu diversifizieren, auch um damit natürlich neue Zielgruppen zu erschließen. Die haben aber eher dazu geführt, irgendwie, dass die Auflagen der Hefte kontinuierlich sinken, das so recht, also das stagniert, aber dann eben auch deswegen, weil das Überangebot zu groß ist. Ne? Also es gibt immer weniger, also weniger Nachfrage, immer mehr Serien und natürlich auch irgendwie eine Unmenge an Filmen. Also man kann ja irgendwie das ganze Taschengeld schon in diese Filme investieren, wobei man eben sagen muss, kam es mir letzte Zeit vor, dass auch irgendwie der intellektuelle Input irgendwie dieser Filme eher stagniert. So, also das irgendwie, da muss man dann vielleicht wirklich warten darauf, was sich jetzt bei Netflix etc. ergibt. Und wann ist denn eigentlich der erste Superheldenfilm überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Also das erste Kinoserial, das ist schon irgendwie aus den Anfang der 40er. Das ging relativ fix. Der erste Superheldenfilm. Sind hier Experten? Jemand, der sich wirklich mit Superman auskennt? Was? Ja. Ja, Flash, ja, wenn man das mitzählen will. Das lassen wir gelten. Das lassen wir gelten. Das ist zumindest die Frage beantwortet. Bitte schön. Aber also, wenn ich dann noch eine Ergänzung. Wie ich ausgesprochen drollig und heute auch gar nicht mehr nachvollziehe, aber weil natürlich irgendwie. Also es gab dann irgendwie Kinofilme in den 40ern, also kurze Shorts, die im Vorprogramm von Kinofilmen liefen, dann natürlich auch TV-Serials, aber da ja auch erst in den 50ern, selbst in den USA, TV eine einigermaßen breite Fläche abgedeckt hat, weil in den 40ern waren das ja relativ wenige, die irgendwie Fernsehen konnten. Das heißt, es war zum Massenmedium wurde Fernsehen erst tatsächlich in den 50ern, dann auch irgendwie halt die TV-Serials mit Superman und Batman, war die wesentliche mediale Zweitdarbietungsform in den 40ern, das Radio. Es gibt ganz wunderbare Radio-Hörspiele, die wurden auch von der Weile alle nochmal irgendwie auf CD mit ganz prächtigen Booklets wieder auferlegt. Und da kommt dann zum ersten Mal auch dieses, weiß nicht, ob Sie das im Ohr haben, so, is it a plane, is it a bird, is it a plane, no, it's Superman. So, und das dann mit so einer Fanfare. Das war gewissermaßen der Trailer für dieses Radio-Serial, das glaube ich schon 1940 oder 41, also direkt nach den ersten Superheldenheften annonciert wurde. Um nochmal zum Heute und Hier und Jetzt zurückzukommen, also meines Erachtens nach sind die Superhelden tatsächlich einfach in so einer Stagnation angekommen. Sie sind immer männlich, sie sind immer weiß, es gibt immer wieder noch ein Make-off von Superman, Spider-Man, Batman, Flash, wie sie alle heißen. Und was aus meiner Perspektive fehlt, sind einfach die neuen Superhelden, die migrantische Themen, People of Color zu Wort kommen lassen und den Superhelden in unsere Zeit transferieren würden. Naja, es gibt ja Versuche, wie zum Beispiel mit der muslimischen Miss Marvel, die ich da einmal kurz produziert habe, also gerade solche nicht weißen Figuren irgendwie da irgendwie einzubauen. Man muss aber, es gab auch noch zwei, drei andere Versuche in den letzten Jahren, die haben aber nie wirklich zu großen Publikumserfolgen geführt, weil ich glaube, am Ende des Tages ist dieses ist das ein Stoff, der sich jetzt, also ich glaube, der wird sich nicht mehr wesentlich diversifizieren irgendwie. Also ich glaube, der vielleicht müsste man das dann eher irgendwie im Rahmen von so TV-Serials versuchen. Ne? Wie erklären Sie sich dann, dass solche Sachen wie japanische Adaptionen, wie Ghost in the Shell, was Sie vorhin erwähnt haben, jetzt auch noch weiß gewaschen werden? Es wird ja durchaus auch möglich sein, die Darstellerin von einer Japanerin übernehmen zu lassen. Aber es wird eben nicht gemacht, sondern es muss ein weißes Hollywood-Sternchen sein. Wollen Sie was dazu sagen? Oder? Dann. Tatsächlich ist es so, dass gerade Marvel mehr und mehr so praktisch ihr altes Raster tötet sozusagen oder halt ersetzt. Sowohl Thor ist jetzt eine Frau, beziehungsweise der alte Thor kommt auch irgendwie zurück, wie es halt immer so der Fall ist, was halt auch einfach daran liegt, dass die Comics nicht gekauft werden. Iron Man ist jetzt eine schwarze Frau. Aber haben Sie das Gefühl, also ich bin jetzt wirklich in diesen neuesten Entwicklungen auch wirklich gar nicht so tief drin irgendwie, aber haben Sie das Gefühl, dass mit dieser Diversifizierung dann wirklich neue Publikumsgruppen erschlossen werden? Es wird versucht. Das Problem ist halt genau diese Stagnation, die halt in den Comics stattfindet. Also das Problem ist halt, die Geschichten werden seit über 60 Jahren erzählt und das sind immer dieselben Geschichten. Und du kannst einen Charakter nur so weit wachsen lassen,
bis halt irgendwann mal alles erzählt worden ist. Und dann wird halt entweder versucht, den Charakter durch seinen Migrantenhintergrund praktisch neu zu erfinden und neu zu erschließen. Oder es wird halt versucht, ein anderer Twist in die Figur reinzubringen. Oder es gibt auch immer mehr Comics, wie jetzt zum Beispiel Valiant Comics, die halt Exo Manowar zum Beispiel versuchen reinzusetzen, wo halt Figuren aus dem alten Rom auf Ninjas treffen und mit Space-Anzügen irgendwie gegeneinander kämpfen. Das alles gibt es tatsächlich. Und das Ding ist halt, dass Hollywood natürlich ein sehr, sehr starkes Whitewashing betreibt, gerade was die verschiedensten Figuren angeht. Und das auch immer wieder versucht zu variieren. Jetzt zum Beispiel die Dark Tower Comics werden ja auch bald verfilmt. Und da wird es halt auch so gemacht, dass der eigentlich weiße Held in den Dark Tower Comics jetzt aber mit einem schwarzen Idris Elba besetzt worden ist, und das variiert natürlich in alle Richtungen hinweg. Es ist nicht nur, dass es ein Whitewashing in der Form von Hollywood gibt, dass jetzt zum Beispiel eine ziemlich rassistische chinesische Figur aus den Marvel-Comics mit einer weißen Frau besetzt wird, sondern auch, dass es halt in die andere Richtung funktioniert. Aber es wird seltener gesehen, dass es auch so rum passiert. Ich würde aber gerne noch eine Sache zu Ghost in the Shell sagen, oder beziehungsweise zu der japanischen Tradition, die mit einem Astro Boy beginnt. Also ich finde den Film auch doof irgendwie, also ich habe auch nicht verstanden, was das soll. Aber interessant ist, wenn man mal zurückguckt, was ist seit den 50er Jahren in Japan passiert. Also gerade die Manga sind im Unterschied zu den eigentlich zu fast allen westlichen Comics, mit wenigen Ausnahmen, und zu den Superhelden-Comics ohnehin eigentlich von vornherein spätestens seit den 60er Jahren extrem diversifiziert gewesen. Also ganz früh in der Entwicklung der japanischen Comics sehr extrem erfolgreiche Comics, die sich nur an junge Mädchen richteten, gab es im amerikanischen Comic gar nicht. Es gibt eine ganz hohe Vielzahl an sexuellen, polymorph-perversen sexuellen Aberrationen in den Comics, also Shonen-Manga, Shoujo-Manga, also in den Shonen-Ai-Manga, wo es um homosexuelle Charaktere geht, schon in den 70er Jahren. Es gibt ganz viel Travestie und Drag, effeminierte Männer in den japanischen Comics. Also da gibt es gerade so erotisch-sexuell von den Geschlechterrollen hier wesentlich stärker diversifiziertes Feld. Das hat in den amerikanischen Comics immer gefehlt. Das versuchen die jetzt gewissermaßen nachzuholen. Aber wenn sie sich dann mal so japanische Stoffe rannehmen, wie Sie schon gesagt haben, dann müssen die halt dann, weil natürlich die Hollywood-Blockbuster-Produzenten auch sehr ängstlich sind, dann eben doch wieder irgendwie auf so einen Standard zurückgebogen werden. Aber das ist ja gerade das Interessante. Es wird ja versucht, praktisch mal was Neues zu machen, und dadurch, dass die Nachfrage nicht existiert, beziehungsweise dass es halt die Gefahr läuft, dass es floppt, wird es wieder rückgängig gemacht. Genauso ist es zum Beispiel mit, jetzt nehmen wir mal Ghost in the Shell als Beispiel. Es gibt halt, sehr, sehr klassisch ist halt so ein bisschen die Aussage, ich brauche ja einen Star, um einen Film zu verkaufen, gerade wenn ich ihn auf dem amerikanischen Markt pole. Und dann wird halt eine Scarlett Johansson irgendwie genutzt. Aber wenn dann jetzt zum Beispiel andersherum wieder zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Iron Man schwarz und weiblich gemacht wird, besteht halt die Nachfrage auf einmal nicht mehr. Und das ist halt eigentlich das Verwerfliche an der ganzen Thematik. Dass halt, wenn eine Diversität mal geboten wird, wird nicht dazu gegriffen. Also wahrscheinlich muss man sagen, stimmt beides, oder? Mhm. Es gibt diese Diversifizierung, zum Beispiel Miss Marvel war vergleichsweise sehr erfolgreich als Comic, war auch einer der besten. Und das könnte man übrigens auch mal mit den neuen Star Wars-Filmen diskutieren, fällt mir gerade auf. Und gleichzeitig stimmt es natürlich auch, dass das irgendwie total unklar ist, ob sich das hält und ob sich das ausbaut. Was ich eben sagen wollte, das ist natürlich anders als in Japan, wo dann irgendwie jeder eine Zeit lang Manga las. Es ist in den USA bei allen, so nett die sind, Versuche, das zu diversifizieren, ist also gerade das Comic-Heft ist eine Kultur für weiße Teenager geblieben im Kern.
So, also es gibt Ausnahmen, wunderbare biografische Comics über Martin Luther King, Ho Chi Andersen, einem afroamerikanischen Zeichner. Aber es hat zum Beispiel, es gab auch in der Frühzeit der Hip-Hop-Kultur, also in der Oldschool, weiß ich noch, gab es zum Beispiel von KRS-One, Boogie Down Productions, gab es den Versuch dann dazu, also zu seinen aufklärerischen Raps, dann irgendwie gab es dann Comic-Hefte, denen lag dann so eine Kassette bei, die man dann, also damals noch Musikkassetten, die man dann so einlegen konnte, hörte das und dann wurde halt zu den Raps, wurden dann halt so kleine Comic-Bilder, wo Comic-Geschichten erzählt, hat kein Mensch gekauft. Ist einfach, sind einfach dann irgendwie Kulturen, die nicht zusammengehen. So. Okay, ich diese Hip-Hop-Analogie, da hätte ich auch noch mal zum Abschluss vielleicht eine Frage zum Thema Zielgruppen. Das hast du ja schon angesprochen. Ich würde jetzt, weil wir ja irgendwann Schluss machen wollen, vielleicht noch so diese drei Wortmeldungen dran nehmen, einverstanden? Und dann machen wir langsam Feierabend. Ich muss meine rauchen. Genau. Also, wo ist, genau, hier hinten der Kollege mit der roten Basecap fängt an und dann geben wir das Mikro. Ja, also, wie man immer zum Stereotyp zurückkommt, fand ich immer, ist auch eine Sache, wer die Comics schreibt. Ja? Da habe ich immer das Gefühl, die Autoren, die ihre Helden in der Kinderzeit erlebt haben, wollen auch da wieder zurück und haben Angst, mit der Zeit zu gehen. Die andere Sache, Diversität, ist, es kommt auch darauf an, wie man es vorliebt. Und gerade X-Men hat ja Mitte der 90er unter Claremont Diversität wirklich gelebt. Man hatte bei den X-Men Behinderte, man hatte Juden, man hatte Homosexuelle, man hatte gerade der zweite Relaunch der X-Men bestand ja eigentlich nur aus noch mehr Randgruppen und Ausländern und hat auch bis heute das Bild der starken Frau auch immer geprägt. Ja, und, was ja zumindest anfangs in den Filmen auch noch durchaus transportiert wurde. Richtig, genau. Ja, und gerade davon hat X-Men ja auch gelebt und den Konzern Marvel ja auch durch die 90er getragen. Also das ist auch immer eine Sache, was man dem Publikum zumutet. Und da denke ich, haben gerade die Produzenten auch oft Angst und bauen einfach auf das Bewährte. Vielen Dank. Jetzt ein paar Reihen davor. Bitte schön. Ja, ich hoffe, dass meine Frage jetzt nicht zu groß ist. Also ich hatte mir bei Ihrem Vortrag ist mir aufgefallen, dass was die Feindbilder quasi oder die Personen, die Gruppen, die Schurken, die die Helden immer fertig gemacht haben, vor allem im Verlauf, erst goldenes Zeitalter, dann silbernes und dann Dark Age und so, da ist mir aufgefallen, quasi, man könnte ja vielleicht auch sagen, dass in den 30er und 40er Jahren während des Golden Age, da war sozusagen jetzt immer aus US-amerikanischer Sicht, war quasi der Feind war klar, das waren die Nazis, waren die Deutschen, dann später im Silver Age, dann kam der Kalte Krieg oder der Beginn davon und dann mussten sich die USA und vor allem die Popkultur da als mussten quasi sich selbst neu definieren, so wo stehen wir jetzt, aber vor allem, okay, da war der Feind, dann das war der Ostblock und da musste deswegen, also aber trotzdem sieht man die ersten Zweifel an der eigenen irgendwie Rechtschaffenheit, wenn man so sagen kann, also wie man vielleicht in Spider-Man sieht, der erste, der sich fragt, ist das okay, überhaupt richtig so, dass ich so viel Macht habe irgendwie. Und dann in Dark Age, in der zweiten Hälfte vielleicht, das kann man so sagen, des Kalten Krieges, spiegelte sich dann die stärker gewordenen Zweifel, Selbstzweifel der ach so heroischen USA, dann in dem Reboot zum Beispiel von Batman dann wieder. Und wenn ich das so betrachte, frage ich mich eben, wo könnte man vielleicht dann jetzt den heutigen oder seit den 2000er Jahren oder seit den 2010er Jahren, ich weiß nicht, also die letzten Jahren, wie könnte man das dort vielleicht positionieren, weil da ist es ja auch irgendwie noch unübersichtlicher auch geworden. Die Tatsache, dass zum Beispiel nicht eben die Al-Qaida als so der Feind dann in irgendeiner neuen Welle von Superhelden-Comics untergebracht wurde, das finde ich interessant. Aber ich habe das Gefühl, aber es sind ja Experten, die mehr Ahnung haben als ich, also wahrscheinlich jetzt gerade über die neuesten Sachen. Ich habe das Gefühl, dass eher ausgewichen wird irgendwie, also in immer fantastischerer Helden. Also es ist so, dass irgendwie, das ist aber auch irgendwie der,
Es spielt ja auch irgendwie in dieser Spätphase des Kalten Krieges, also im Dark Age, also nach 86, spielt ja eigentlich der Ostblock als solcher eigentlich keine, also der größere Feind ist ja eigentlich Reagan. So, also man hat eigentlich eher so einen inneren Bruch, also genauso wie man dann irgendwie so als westlicher, als Anhänger der westdeutschen Popkultur in den 80ern dann immer eher irgendwie gegen Kohl war als gegen Honecker, weil Honecker war eigentlich, hat man gar nicht wahrgenommen, kannte man gar nicht so richtig. Es war das Feindbild war, kam eigentlich immer eher aus der eigenen Gesellschaft, irgendwie aus dem eigenen Milieu, genauso war es in den USA auch. Und ich glaube, dass eigentlich eher dass in diesem Dark Age weniger der Kalte Krieg irgendwie eine Rolle gespielt hat, als irgendwie so der bleierne Zustand dieser irgendwie stagnierenden Gesellschaft. Das hat natürlich auch mit dem Kalten Krieg zu tun irgendwie, aber man hat dann irgendwie eine autoritäre, moralisch zweifelhafte Figuren wie Reagan. Das war natürlich was völlig anderes als noch von diesem Aufbruch der 60er Jahre getragen. Und momentan habe ich das Gefühl, dass man sich eigentlich versucht, sich irgendwie rauszuhalten, so aus den weltpolitischen Konflikten. Also mir kommen irgendwie, also ja, sagen Sie mal da hinten, also was wären denn die. Oh, Mikro? Also die Spitzenzeiten, gerade Golden Age, Silver Age und das Bronzezeitalter, wo die Comics rund um Superhelden geboomt haben, waren natürlich Krisenzeiten. Wir hatten den Weltkrieg, wir hatten die Wirtschaftskrise, wir hatten den Kalten Krieg und da sind die Leser halt darin geflüchtet. So, und da konnte man auch klare Schurken oder böse Seiten darstellen. Gerade im Golden Age wurde ja viel auf Japaner und Hitler rumgehackt. Und da hat man das auch genutzt. So, und mit der Zeit hat man den Fokus mehr auf die Helden und die Komplexität der Helden gelegt. Ja? Und jetzt sind wir eher in einem Zeitalter, wo man die Super-Schurken eher die Pop-Kultur beflügeln, siehe Suicide Squad ja, oder der Joker. Dahingehend kann man Indem sich aber, was ich eben meinte, mit Ausweichen, in denen sich aber jetzt keine Realpolitik widerspiegelt, weil man hätte ja sagen können, also sowas wie, doch, also aber zum Beispiel nach 2008 hätte man ja auch sagen können, nach der ökonomischen Krise, jetzt geht's mal irgendwie gegen die Wall Street, oder? Aber Batman gegen Wall Street ist mir irgendwie nicht untergekommen. Ja, man versucht im kleinen Rahmen Sachen wie Obama einzubauen und dem auch besondere Ausgaben zu widmen Aber da war noch eine Meldung. Vielleicht die noch und dann machen wir Feierabend, oder? Also was da schon gab, was mir jetzt einfällt, wäre die Civil War Story, die Marvel groß aufgelegt hat. Stimmt, ja. Wo wirklich das gesamte Marvel-Universum und im Prinzip so eine Spaltung der Gesellschaft schon im Comic eigentlich vorweggenommen wurde oder dort schon früher erkannt wurde, dass Rechte gegen Linke und unvereinbar gegenüberstehen. Und was ich auch sagen würde, was man auch so in den 60er, 70ern wieder gefunden hat, dass dann mehr um inneramerikanische Themen ging. Nicht mehr so sehr gegen den Feind außen, sondern sich sehr viel mit der inneramerikanischen gebrochene Heldenfiguren gegeneinander treffen in diesen Phasen wieder. Wobei diese Civil War Geschichte, das vielleicht auch zum Schluss, also die sich ja auch im letzten Avengers-Film wiederfindet, im Grunde auch nochmal dieses X-Men-Thema variiert, nämlich irgendwie die Angst der Gesellschaft oder der Institutionen irgendwie vor den Superhelden oder auch die Aggression dagegen. Also da geht es halt darum, dass sie sich irgendwie einer allgemeinen Erfassung und einem Regulation Act unterwerfen sollen, damit damit die staatlichen Institutionen sie besser unter Kontrolle haben. So, das ist im Grunde, ähnelt das ja auch irgendwie dem, was man dann von den X-Men kennt, dass die halt auch immer ins Visier von quasi rassistischen Anfeindungen geraten. So. Jens, vielleicht noch eine allerletzte Frage. Das ist aber auch gut. Zumal, wenn wir da vielleicht ein bisschen weiter diskutieren, das ist alles wahnsinnig interessant. Du hast ganz am Eingang der Diskussion irgendwie so einen Zusammenhang formuliert, der mir ehrlich gesagt sehr sympathisch ist, dass der ungefähr so funktioniert, dass je mehr Heroismus oder je mehr auch vielleicht sogar Eskapismus erlaubt ist, desto mehr klar ist, dass diese Superkräfte irgendwie so eine Empowerment-Funktion haben. Und da sind wir nochmal bei der Zielgruppe. Das interessiert mich natürlich auch jetzt nicht nur als Comic-Fan, sondern als Inlandsleiter der Heinrich-Böll-Stiftung brennend, inwieweit eigentlich so eine Zielgruppenthese heute noch stimmt. Also ich hoffe nämlich, dass die irgendwie stimmt, ohne das jetzt irgendwie so zu verklären,
dass der Comic vielleicht so ein bisschen wie der Rap, deswegen fand ich das ganz gut, trotz aller Kommerzialisierungsschöbe und trotz aller bildungsbürgerlichen Vermachtung irgendwie doch eher vielleicht noch so ein Zugang ist, der irgendwie auch nochmal andere Leute ins Spiel bringt. Ist das eine Illusion oder ist da irgendwie was dran? Das also würde mich interessieren. Ich glaube, dass wenn man das, was du meinst, findet sich auch in Deutschland irgendwie seit Mitte der Nullerjahre eher im Manga. Also ich glaube, dass irgendwie diese wesentlichen Empowerment-Funktionen, die der Superhelden für den Comic so für den, sagen wir mal, Außenseiter-Teenager gehabt hat, ist jetzt eher irgendwie, also gehen Sie mal am Wochenende in Volkspark Friedrichshain, da finden Sie halt immer die ganzen Cosplayer, die in fantasievollen Manga-Kostümen sich irgendwie zu Dutzenden, wenn nicht Hunderten treffen, um da irgendwie so Cosplay-Gathering zu machen. Das irgendwie, glaubst du, dass da sind, im Manga sind halt irgendwie die Angebote wesentlich reichhaltiger irgendwie an wie auch immer Empowerment oder aber auch regressiv-eskapistischen Helden und Heldinnen-Modellen und sie sind geschlechtlich, sexuell natürlich wesentlich differenzierter. Also auch da sind es, also auch unter diesen deutschen Manga-Fans und Cosplayerinnen sind es einfach viel mehr Mädchen irgendwie, als es jemals im Publikum von so Superhelden-Comics gegeben hat. Also von da würde ich mal sagen, also die Rolle, die, also wenn überhaupt die Superhelden-Comics jemals mal in Deutschland gespielt haben, das ist ja doch immer eine sehr, sehr vergleichsweise überschaubare Szene gewesen. Irgendwie. Dann wird die Rolle heute eher von diesem Manga-Anime-Cosplay-Universum eingenommen, glaube ich, wäre meine These. Wäre bis zu unserem nächsten Gespräch mal zu überprüfen. Genau, das heißt, Sie wissen, was Sie zu tun haben, nämlich den ganzen Kram, so lange nicht bekannt, jetzt nacharbeiten. Und dann sehen wir uns wieder und reden weiter. Entweder über das Postheroische oder über Mangas oder über irgendwas, was Sie uns jetzt im Nachgang nochmal vorschlagen werden. Es gibt unten, Ole, weißt du das, was zu trinken, richtig? Ich meine, dass es unten was zu trinken gibt. Und haben Sie vielen Dank, dass Sie da waren. Wir sehen uns wieder. Soweit Sie uns Ihre Mailadresse dalassen, geben wir Ihnen Bescheid, wann die nächste Ausgabe stattfindet. Vielen Dank.